Aloha und guten Morgen, werte Spieleflut-Surfer. Und zwar entweder jetzt hier am 17. April live im Stream auf Twitch oder auf YouTube. Je nachdem, wo ihr das gerade schaut. Und das nicht nur von mir und einmal nur von Spieleflut, sondern auch von der Nashira. Guten Morgen. Guten Morgen. Und vielleicht noch einmal zur Erklärung zu dem, was ich gerade gesagt habe. Wir haben Guild Wars 2 ja bereits auf dem Kanal Spieleflut, also auf YouTube meine ich, auf dem YouTube-Kanal Spieleflut, und haben dort auch gesagt, dass wir ein wenig vorproduziert haben und dass damit jetzt Schluss sein soll. Wir bringen das Ganze jetzt live auf Twitch und alles, was wir auf Twitch streamen werden zu Guild Wars 2, bringen wir dann später auch wieder auf den YouTube-Kanal, damit alle Leute, die während unseres Streams keine Zeit haben, das nachschauen können. Auf... Ja? Du wolltest was sagen? Nein, mach du ruhig zu Ende. Also du hast deinen Finger schon so gehoben. Das nachschauen können auf YouTube. Und das hat ja so vielleicht auch den Vorteil, vielleicht hatte der eine oder andere Lust, auch mal vorbeizuschauen. Also nicht nur im Stream, sondern wirklich im Spiel. Zum kleinen Gastauftritt vielleicht. Genau, das hätte ich auch gleich noch erwähnt. Jetzt würde ich dich aber erstmal darum bitten, dass du das einmal ankündigst, dass wir überhaupt streamen. Jo. Weil Twitch, aus welchen Gründen auch immer, keine Tweets mehr rausschickt, obwohl wir ja verbunden sind. Also Twitch und Twitter verbunden sind miteinander. So meine ich das. Ja, ich habe ein bisschen zu erzählen am Anfang. Ich laufe mal so ein bisschen durch die Gegend und mache den Rest später. Also mit Rest meine ich die Erklärung hier, was hier passiert im Spiel und so weiter und so fort. Denn Nashira hat es gerade schon recht passend gesagt. Es gibt da einiges, was wir noch... Ach, den habe ich schon. Es gibt da einiges, was wir noch zu erklären haben und erklären sollten. Also, fangen wir an. Wenn ihr jetzt hier das erste Mal bei Twitch dabei seid, dann seht ihr, dass ich nicht Level 1 bin. Das hat den folgenden Hintergrund, meinte ich aber auch gerade schon gesagt zu haben. Ich habe bereits auf YouTube mit Guild Wars 2 angefangen. Das heißt, die ersten paar Folgen stehen auf YouTube und wir haben das Ganze vorproduziert und nicht live gestreamt. Dann haben wir uns aber gedacht, warum das? Warum streamen wir das Ganze nicht direkt live? Und das hat gewisse andere Vorteile für uns, für euch natürlich auch. Deswegen ist unser Charakter hier schon Level 13. Was ist denn der Sinn und Zweck unseres Charakters? Was wollen wir denn euch zeigen mit Guild Wars 2? Wir wollen einen Charakter spielen. Ach, das ist oben auf dem Berg. Wir wollen einen Charakter spielen von Level 1 bis Level 80. Also einmal komplett durch. Auf das maximale Level und vielleicht dann auch darüber hinaus. Das Ganze ist also ein ziemliches Mammutprojekt, was wir uns vorgenommen haben. Wird sehr lange dauern. Ich hoffe, dass wir das auch durchhalten. Das ist ja immer so tatsächlich bei dieser Sache eine kleine Frage. Aber ich gehe davon aus, dass wir das durchhalten. Auf jeden Fall wird uns Guild Wars 2 also sehr lange auf dem Kanal begleiten. Diesen Charakter momentan spiele ich noch, ohne dass ich irgendwelche Edelsteine für den Charakter ausgegeben habe. Das kann sehr gut sein, wenn sich dann zeigt, dass es ja eine sehr starke Regelmäßigkeit wird oder dass es mich irgendwann zu sehr nerven wird, was ich hier abbaue und immer wieder meine neuen Werkzeuge dafür kaufen muss, dass ich auch ein bisschen Edelsteine investiere. Momentan ist es ein reiner edelsteinfreier Charakter. Klar, der Charakter profitiert ein bisschen von den Vorteilen, die ich mit meinem Main-Charakter habe, aber ansonsten haben wir kein Geld für den Charakter ausgegeben. Oder von deinen ganzen anderen Twinks. Ist ja nicht so, dass du keine hättest. Das stimmt, aber die anderen sind ja alle kleiner, also von daher hat er davon ja nicht profitiert. Das stimmt. So, Twitter ist versorgt. Wunderbar. Wir spielen das Add-on Heart of Thorns. Oder mit dem Add-on Heart of Thorns. Und das kann man vielleicht auch sehen, weil der Charakter, den wir gerade spielen, ist der sogenannte Wiedergänger. So heißt es zumindest auf Deutsch. Ich mag eigentlich dieses Wort Wiedergänger als Klassenbeschreibung nicht so gerne. Deswegen, das englische Wort klingt einfach auch gefährlicher und maskuliner, obwohl wir ja hier eine Frau spielen. Aber Revenant. Also Revenant finde ich einfach, klingt toll. Wiedergänger so ein bisschen, Was ist Wiedergänger die tatsächliche Übersetzung von Revenant? Ich würde jetzt nicht sagen die wortgetreue, aber die sinnhafte Übersetzung, ja. Okay. Das ja. Okay.
Also in Revenant steht ja auch Re drin, ne? Zurück. Ja, klar. Und Venant kommt, glaube ich, von dem lateinischen Wort Venire. Kann das sein? Das kann sogar sehr gut sein. Re, Venire. Veni, Vidi, Vici. Heißt ja auch gehen. Nein, gehen, das ist ja... Ne? Ich Veni, Vidi, Vici heißt, ich kam... Da ja, aber das ist ja das Wort mit drin. Genau, kommt von Venire. Und Revenire heißt zurückgehen, das stimmt. Genau, und dann, so meine ich das ja. Ach, von Barbie, daher. Hallo. So, was machen wir? Wir werden also, wie gesagt, einen Charakter von 1 bis 80 spielen. Wir werden dabei ein bisschen... Also ich habe zumindest vor, dass ich storymäßig kongruent bleibe. Das heißt, wir werden endlich nur bei den Menschen bleiben. Zu Anfang an. Zu euch, Tölpen. Immer noch sauer? Lass mir sie erstmal reden. Wir werden erstmal bei den Menschen bleiben und versuchen, die Menschengeschichte ja in eins durchzumachen, damit man eben nicht so weit von der Geschichte abwandert, weil die Menschengeschichte oder die Char-Geschichte oder generell die Geschichte der anderen Völker, wenn man jetzt in die anderen Gegenden geht. Lässt mich mein Weingut nicht wieder aufbauen. Mal sehen, wie ihm Wein aus ruinierten Trauben schmeckt. Wenn man in die anderen Gegenden geht, dann ändert sich ja dann doch auch die Geschichte. Und das wollen wir jetzt erstmal nicht. Dazu kann man vielleicht sagen, der Amano und ich, wir haben seit längerem, oder vor längerem, sagen wir es so, auch angefangen zusammen Guild Wars 2 zu spielen. Und wir haben das tatsächlich so gemacht, dass wir nicht bei unserer Geschichte sozusagen geblieben sind, von unserer Rasse. Wir haben zwei kleine Asura gespielt, oder spielen zwei kleine Asura. Sondern wir sind wirklich zwischen den ganzen Rassen hin und her gewechselt. Also wir hatten ein Asura-Gebiet fertig, dann haben wir ein Menschengebiet gemacht, was gerade da war, dann ein Char-Gebiet und so weiter und so fort. Wenn ich da kurz einhaken darf, wir haben halt effektiv gelevelt. Das heißt, wir wollten, was wir uns vorgenommen hatten, war, dass wir keine Quest verpassen, dass wir also alles machen und alles im Spiel sehen und dann eben aber auch so, dass uns die Quests noch was bringen. Also nicht, dass wir nur graue Quests machen, von denen wir kaum mehr irgendwelche Erfahrungspunkte bekommen. Ne? Also genau. Quasi effektiv gelevelt. Das ist das, was wir gemacht haben. Genau, und ich muss sagen, mir hat das ziemlich Spaß gemacht, weil ich so einfach viel, viel, viel mitbekommen habe von den ganzen verschiedenen Rassen. Ganz ehrlich, wenn man seine eigene Rasse erstmal komplett zu Ende macht, ist die Frage, wie lange man danach noch spielt und wie viel man dann noch von den anderen Rassen sieht, wenn man ganz ehrlich ist. Ja, das ist ja Geschmackssache. Also, das ist Geschmackssache, aber weiß ich nicht. Ich halte es einfach nicht so für sehr realistisch. Mein Weingut nicht wieder egal, auf jeden Fall, ich fand das super, aber man hat schon gemerkt, dass man in der eigenen Geschichte nicht so drin war, als wenn man das im Stück gemacht hätte. Also ich finde, das hat beides seine Vor- und Nachteile. Wobei wir jetzt nochmal ganz klar sagen müssen, eigene Geschichte, damit meinen wir jetzt nicht die persönliche Geschichte. Nein, nein, sondern von der Rasse, die man spielt. Genau, da. Von der Rasse. So kann man es ja auch sagen, die Menschenrasse. Menschen sind ja auch eine Rasse. Also genau, davon halt. Weil, wenn man jetzt hier wirklich sich... Achso, ich habe da wieder Trauben. Wenn man sich halt wirklich von Menschgebiet zu Menschgebiet hangelt, gibt es da schon auch eine zusammenhängende Geschichte in den Gebieten. Achso. Ich habe meinen Teil erfüllt. Kann ich euch stehen bleiben. Und da kommt man dann schon raus. Wenn man halt permanent springt von Mensch zu Asura, zu Char, zu Silvari, zu Norn... Ja, da kommt man schon durcheinander. Das nächste, was ich mir gesagt habe, ist, ich mache auf jeden Fall jedes Event einmal. Mal gucken, was haben wir denn hier? Infos, Kartenabschluss, ja, Meisterwerk-Ausrüstung. Ich kann jetzt Meisterwerk tragen, yippie. Also wir machen halt jedes Event einmal. Das ist auch das, was ich möchte. Und ich bin jetzt niemand, der hier von Event zu Event hüpft. Und ja, jedes Event irgendwie 100.000 Mal macht, um die maximalen Punkte rauszubekommen. Mache ich nicht. Das könnte ich aber auch überhaupt nicht. Also bei den wenigsten. Entschuldige. Alles gut. Das mache ich deswegen nicht, weil ich möchte euch ja auch die anderen Gebiete zeigen während des Levels. Man kann auch nur über Events leveln, gar keine Frage. Aber ich bin halt jemand, der gerne questet. Man kann auch vielleicht nur über Crafting leveln, aber ich bin eben jemand, der gerne questet. So, und deswegen machen wir das eben nicht. Seid echten Schaden anzurichten. Dreh dich um für echten Schaden. Dann kannst du auch treffen, dann klappt das auch. Wäre von Vorteil. Der Schössling.
Heißt der Schössling? Was kommst du denn hier angerannt? Heißt das eigentlich Schössling, weil das so in die Höhe geschossen ist? Wo rennen die denn jetzt eigentlich hin? Die spawnen, okay. Wollte ich gerade sagen, sie verschwinden. Ja, ist doch gut, dann belästigen sie dich nicht. So, ich habe jetzt unfreiwillig eine Quest gemacht, die ich doch gar nicht machen wollte. Huch. Aber das kennen wir ja. Aber das Wort heißt doch Schößling. Der Baum heißt doch Schößling. Aber es wird doch mit Doppel-S geschrieben, also Schössling. Ja, weil neue deutsche Falschschreibung. Früher war es doch mit dem scharfen S. Ja. Wird das jetzt wirklich so geschrieben? Das bin ich mir jetzt nicht sicher. Ich persönlich würde es wohl immer noch mit scharfem S schreiben. Ja. Aber man tendiert ja heute dazu, irgendwie alles mit Doppel-S zu schreiben, was früher mit scharfem S geschrieben wurde. Von daher, keine Ahnung. Kann ich dir nicht sagen. Ich war immer noch in meinen Erklärungen am Anfang drin, ne? Also wie gesagt, wir machen jedes Event einmal. Wir bleiben nur bei den Menschen. Wir leveln den Wiedergänger von 1 bis 18. Freunde befreit, Zentauren tötet, Zentaurenlager schikaniert. Wo muss ich denn hin? Da muss ich, glaube ich, hoch, ne? Muss ja eben auf die Karte schauen. Ich habe das hier noch gar nicht entdeckt. Warum nicht? Dann müssen wir da mal hinlaufen. Oh, das Event hatte ich schon mal. Warum wird mir meine Wegmarke nicht angezeigt auf der... Ach doch, da. Was gibt's noch? Nashira hat vorhin etwas ganz Wichtiges gesagt. Habe ich? Ja. Oh. Einer der Hauptgründe, wieso wir uns dazu entschlossen haben, jetzt zu streamen, ist tatsächlich, dass ihr die Möglichkeit habt, mit uns zusammen Guild Wars 2 zu spielen. Weil... Wenn wir bei YouTube die ganze Zeit vorproduziert hätten, dann ja, es hätte auch funktioniert, aber wir wären eben alleine gewesen. Komme ich da nicht hoch? Na? Nein? Scheinbar nicht. Und ihr habt auf jeden Fall die Möglichkeit, mit uns zusammen Guild Wars 2 zu spielen. Ich werde es wahrscheinlich halt auch bei jedem Stream sagen, vielleicht auch mehrmals sagen. Ich bin auf dem Server Drakkarsee. Ich glaube, dass das wichtig ist. Drakkarsee ist ein wichtiges Stichwort. Das erinnert mich nämlich an Hallo Darakon, schön, dass du da bist. Oh, guten Morgen Darakon, ebenfalls. Da kann ich mich nur anschließen. Schön, dass du da bist. Darakon und Drakkar, meinst du, dass es eine Ähnlichkeit vorhanden? Nein, aber ich habe einfach einen Punkt gesucht, wo ich dich kurz unterbrechen kann, um das zu sagen, damit ich es nicht vergesse. Also. Sorry. Alles gut. Also Drakkarsee, dort werdet ihr mich finden. Ich glaube, dass das wichtig ist. Es gibt ja... Ich bin mir nicht hundertprozentig sicher, ob Guild Wars 2 auch einen sozusagen einen Dungeon. Es ist harte Arbeit, das Lager einzureißen. Wir lassen sie nicht einfach ein neues. Okay. Dann werde ich zum Event geleitet. Ja, wenn ihr schon nebenan will, kann ich das Event auch machen. Also bei WoW hat man ja diesen Server-Browser, sodass man. Oder Dungeon-Browser, sodass man nicht auf demselben Server sein muss, um miteinander Instanzen zu machen. Ich bin mir nicht hundertprozentig sicher, wie das in Guild Wars 2 funktioniert, muss ich ganz ehrlich sagen. Weiß ich einfach nicht. Deswegen gebe ich mal lieber an, dass ich auf dem Server Drakkarsee bin, falls ihr mit mir zusammen spielen wollt. Das schreibe ich auch direkt mal auf Twitter. Damit die Leute schwarz und weiß haben. Genau, mach das mal. Stehen bleiben. Ich habe das Gefühl, dass es zumindest bei mir leicht ruckelt. Die haben wir zur Schnecke gemacht. Ich gucke auf jeden Fall gleich mal. Ich hatte nämlich am Anfang das... Gefühl auch, dass es so ganz minimal ein bisschen ruckelt. Also ich meine sogar bei mir auf dem Monitor. Aber es kann auch einfach sein, dass es genau das Gegenteil ist. Und die Maus einfach ein bisschen zu schnell eingestellt ist. Im Stream sollte das eigentlich gut laufen. Der Stream ist natürlich jetzt nicht in Full HD. Was aber nicht an mir zwingend liegt, sondern daran, dass ich auch gar nicht auf Twitch in Full HD streamen kann. Da ich ja gar kein offizieller Twitch-Partner bin. Die Möglichkeit kriege ich ja gar nicht geboten, in Full HD zu streamen. Aber zurück zur Sache. Drakkarsee, das heißt, wenn ihr möchtet, könnt ihr gerne mit mir zusammen spielen. Wenn es dann eben passt. Was ich damit meine, wenn es passt, ist, wenn ihr denn einverstanden seid, mit mir eben auch die Quests zu machen. Weil, wie gesagt, ich mache eben meine Quests und ich... Mach nebenbei mein Crafting, habt ihr gerade auch gesehen. Ich baue mein Kupfererz da ab. Bei mir läuft das übrigens sehr flüssig. Also ruckelt vielleicht einmal alle paar Minuten ganz kurz, wenn überhaupt. Aber läuft sehr flüssig bei mir. Vielleicht kann Darakon ja mal kurz sagen, ob das bei ihm läuft.
damit wir Bescheid wissen, aber es sieht eigentlich ganz gut aus, möchte ich mal meinen. Das sind also Punkt 1, ich habe die Qualität des Streams über die Bitrate nochmal ein wenig runtergesetzt. Und genau, also ich streame jetzt nur noch mit 2500 Kilobit pro Sekunde. Das ist schon sichtbar bei der Qualität, dass die runtergegangen ist. Ich verlaufe mich gerade ein bisschen. Da muss ich hin. Huch! Was denn? Ich habe gerade in meinem Browser ein neues Tab aufgemacht und ich weiß nicht wie. Auf einmal war das da. Und ich weiß nicht, welche Tasten kommen. Egal. Alles gut. Hallo. Genau, also man die Bitrate verringert und das sieht man dann schon an der Qualität, aber das hat den Vorteil, dass es eigentlich jetzt bei jedem flüssig laufen sollte. Mein Darracon übrigens auch. Läuft super. Ja, das ist das Ding, das zweite bei Darracon. Darracon hat ja auch nicht nur einen sehr guten Rechner, sondern auch eine sehr gute Internetverbindung, dass selbst bei ihm der Stream gut laufen würde. Ehrlich würde ich die Qualität wieder höher stellen. Bei anderen Leuten vielleicht nicht. Aber trotzdem danke, dass du das sagst, Darracon, natürlich. Trotzdem glaube ich, dass jetzt hier die etwas verringerte Streamqualität doch ein bisschen besser ist. Weil eben nicht jeder so ein Monster-Rechner oder Monster-Verbindung hat, wie zum Beispiel Darracon. Also, wenn es eben passt, wie gesagt, Drakazir könnt ihr wieder zusammenspielen, alles kein Problem. Dafür heißt es ja auch MMO oder MMORPG, dass man eben auch was zusammen machen kann. Dann wollte ich noch eine Sache weiterhin ansprechen, die mir relativ wichtig ist und die bis jetzt noch nicht so zur Sprache kam, auch noch nicht auf dem YouTube-Kanal noch weiter, noch nicht so richtig zur Sprache kam und hier aufgegriffen werden soll. Nämlich, solltet ihr Stream-Zuschauer von mir sein und das Ganze regelmäßig. Und ich hoffe, dass ihr das entweder schon seid oder dass sich das ergibt. Darracon zum Beispiel, würde ich jetzt sagen, ist mittlerweile schon ein relativ regelmäßiger Stream-Zuschauer. Das freut mich übrigens. Ich würde sagen, Darracon ist sogar der regelmäßigste, den wir haben. Immer sobald wir online gehen, kriegt er das mit, weil er uns abonniert hat oder zumindest uns auf Twitch folgt. Vielleicht ist sogar das auch mit seinem Smartphone verknüpft hat, dass er dann eine Benachrichtigung bekommt und so weiter und so fort. Und solltet ihr also, ja? Nebenbei, guten Morgen, Badmore98. Guten Morgen, wer? Badmore98. Guten Morgen, Badmore. Vielleicht Zähne putzen, dann hast du kein Badmore mehr. Nein, bin nicht fies, alles ist gut. Alles gut. Also solltet ihr regelmäßiger Stream-Zuschauer sein, wir haben vom Spieleflut-Kanal oder eben von Spieleflut auch einen Community-Teamspeak-Server aufgesetzt. Was verbirgt sich jetzt dahinter und was ist das Tolle daran? Das Tolle ist nicht, dass ihr gerade den Sklaven nachlauft, ihr blöden Taminis. Jigumim, das doch mal! Also, Spieleflut-Teamspeak-Server. Dieser Spieleflut-Teamspeak-Server ist für alle Menschen da, die irgendwie mit uns von der Spieleflut zusammen mal quatschen wollen. Aber also auch für andere Let's Player, also wenn ihr Let's Player seid und ihr braucht vielleicht einen Teamspeak-Server, eure Aufnahmen alleine oder mit anderen Leuten zusammen, könnt ihr euch bei mir melden und könnt den Server auch nutzen. Aber, und das ist jetzt auch der Grund, warum ich den Bogen schlagen möchte, beziehungsweise erstmal gucke ich, wo ich rein, erstmal verteidige ich mich, dann gucke ich, wo ich hin muss und dann erzähle ich weiter, was es mit dem TS-Server weiter auf sich hat. Mach das mal. Darracon meinte übrigens, Twitter ist die Quelle. Also, Twitter. Wissen wir Bescheid. Sehr gut. Twitter scheint Wirkung zu zeigen. So, jetzt habe ich hier, laufe ich da mal rum? Nein, ich laufe erstmal ins Kloster und mache da die Quests. Ja, ins Kloster, das passt zu dir. Ja, ich zu meiner braven Wiedergängerin. So, die lasse ich jetzt mal stehen. Also, für meine regelmäßigen Stream-Zuschauer gibt es auch die Möglichkeit, sich bei mir zu melden. Und dann werdet ihr freigeschaltet auf dem Teamspeak-Server für den Stream-Raum. Ich habe mir nämlich Folgendes überlegt. Es ist ja relativ normal, dass, wenn man jemandem auf Twitch folgt, man mit ihm gerne chatten möchte. Das ist ja, kennt ja glaube ich jeder, der auf Twitch ein bisschen ist. Man kann mit dem jeweiligen Streamer chatten und sich unterhalten.
Ich habe mir gedacht, ist das denn wirklich alles? Nein. Weil eigentlich, man möchte sich ja mit dem jeweiligen Streamer unterhalten, um mit ihm irgendwie Kontakt zu haben. Und das möchte man ja machen und mit ihm gemeinsam sich austauschen. Und natürlich geht das per Chat. Aber ich habe mir gedacht, das geht auch noch anders. Nämlich, warum soll ich meinen regelmäßigen Stream-Zuschauern nicht die Möglichkeit geben, auch direkt mit mir während des Streams zu reden? Ja. Und dafür ist der TeamSpeak-Server da. Damit das aber nicht chaotisch wird, das heißt, damit nicht also jeder, der irgendwie mal zufälligerweise in den Stream reinschaut, wie jetzt zum Beispiel Badmore, nicht falsch verstehen, ich freue mich total, dass du da bist, aber du bist ja heute das erste Mal da, von daher bist du definitiv kein regelmäßiger Stream-Zuschauer. Nur so war das gemeint, was ich gerade gesagt habe, aber du wirst hoffentlich ein regelmäßiger Stream-Zuschauer. Davon gehe ich aus. Wenn jetzt also jeder, der mal kurz reinschaut in den Stream, direkt in den TeamSpeak-Kanal käme, wäre es wahrscheinlich Chaos. Wahrscheinlich würde dann nichts mehr vernünftig zu verstehen sein. Deswegen habe ich diesen Kanal erstmal zugemacht und möchte ihn eben für die regelmäßigen Stream-Zuschauer öffnen. Sodass eben, wenn ihr das seid, könnt ihr euch bei mir melden, wie Dara Conrad auch sagte, zum Beispiel auf Twitter. Dann treffen wir uns einmal auf dem TeamSpeak-Server und ihr werdet für den Channel freigeschaltet. Und dann, wenn das alles so funktioniert, wie ich mir das vorstelle, dann werde ich demnächst, während ich streame, auch immer regelmäßig in dem Kanal in TeamSpeak sitzen. Momentan bin ich da nicht drin, aber zukünftig werde ich das sein. Und dann können wir uns gemeinsam während des Streams unterhalten. Dann müsst ihr also nicht mehr tippen. Und ich stelle mir das so vor, dass das für euch ein Mehrgewinn ist. Dass man eben nicht mehr permanent tippen muss im Chat oder sonstige, sondern ganz gechillt und relaxed in TeamSpeak sitzen kann und sich mit mir unterhalten kann. Das ist so, dass ich mir das vorstelle und wie ich auch hoffe, dass das dann funktionieren wird. Das war spieleflut.teamspeak.de, oder? Genau, spieleflut.teamspeak.de. Eine ganz einfach zu merkende TeamSpeak-Adresse. spieleflut.teamspeak.de. Oh, der Helm ist besser. Ah, guten Morgen, Erwin. Schön, dass du da bist. Ah, guten Morgen, Erwin. Ebenfalls schön, dass du da bist. Soll ich eben Kaffee rüberschieben? Muss ich mal eben schauen. Ich will mein Aussehen ja eigentlich nicht verlieren. Ob ich jetzt schon transmogrifiziere, so würde es, glaube ich, bei WoW heißen. Hier heißt es, glaube ich, transmutiere. Ach, ich habe die Rüstung tatsächlich ausgerüstet. Na, das möchte ich ja nicht. Ne, das mache ich lieber noch nicht. Also, was erzähle ich hier? Dieser Helm passt zu meinem kompletten Outfit. So, jetzt ist der grüne Helm aber besser. Mehr Verteidigung und mehr Kraft. Kraft erhöht meinen Schaden. Also möchte ich den tauschen. Jetzt ist natürlich mein Outfit nicht mehr passend. Ich könnte jetzt dieses Outfit allerdings auf den anderen Helm übertragen. Dafür bräuchte ich eine Transmutationsladung. Ich mache mal eben meine Geldbörse groß. So. Erwin hat übrigens eingewandt, dass es so nicht ganz funktionieren wird, denn sobald es zu voll wird, kann der Stream nicht mehr so gut funktionieren. Ist auch vielleicht was dran. Wenn zu viele Leute im TS sind, wird das vielleicht echt ein bisschen sehr wuselig. Und im Stream kann das dann vielleicht ein bisschen konfus werden. Ein bisschen. Aber ich glaube. Das stimmt, aber ich kann mir nicht vorstellen, dass irgendwann 800 Leute mit mir im TeamSpeak sitzen wollen. Aber es ist ja. Man muss es halt mal probieren. Also, wenn es nicht funktioniert, dann funktioniert es nicht. Dann aber macht man es halt wieder anders. Ne? Genau, aber ausprobieren kann man es. Genau, also ich hatte mir halt so gedacht, wenn es halt irgendwie so eine Stammgruppe ist von 4 oder 5 oder was weiß ich was, dann wird das schon funktionieren. So, nochmal zum Spiel zurück. Also hier Transmutationsladungen habe ich 85. Wenn ich jetzt also tatsächlich eben wieder zumachen und das Inventar wieder woanders hinschieben. Oh, guten Morgen, Namis Welt und guten Morgen, Schneekäfer. Schön, euch zu sehen. Guten Morgen, Namis Welt. Guten Morgen, Schneekäfer. Schneekäfer ist voll süß. Schneekäfer passt auch voll ganz gut süß zu Guild Wars, ne? Das wäre auch ein ganz netter Charaktername irgendwie für einen Norn. Ich
bin begeistert. Finde ich ja ganz lustig. Schneekäfer ist wirklich schön. Freut mich, dass ihr am Sonntagmorgen den Weg hierhin gefunden habt. Also Transmutationsladung. Ich könnte jetzt hier den Skin von diesem Helm auf den Helm übertragen. Dann wäre aber eine Ladung weg. Und ich spare mir die lieber auf für später, für die tollen Sachen. Deswegen blende ich den Helm jetzt hier aus. So, dann sieht sie auch wieder hübsch und sexy aus, meine Wiedergängerin. Und dann machen wir weiter. Ja, ich finde sie schon. Ich finde schon, dass sie eine hübsche ist. Oder? Ja, ist eine hübsche. Jetzt gucke ich gerade durch sie durch. So. Nein. Frecher Kurzhaarschnitt. Genau. Nice. Aber das passt ja auch. Also, ich bin ja schon Rollenspieler durch und durch. Und das macht ja auch einen Sinn, dass sie einen Kurzhaarschnitt hat. Denn wenn sie eine Kämpferin ist und lange Haare hätte, dann würden die langen Haare ihr ja permanent während des Kampfes im Gesicht hängen. Weißt du? Mhm. Dann könnte sie ja gar nicht mehr richtig gucken. Ich finde das cool, dass du auch auf sowas achtest und sowas mit dem Kopf hast, wenn du den Charakter baust. Doch, mache ich. Also, ich will nicht sagen, ich bin jetzt irgendwie Hardcore-Rollenspieler oder sowas. Oder ich bin auf jeden Fall kein RPler auf MMORPG-Servern oder sonstiges. Nein, das nicht. Aber so ein bisschen achte ich schon auf solche Sachen. Erwin meinte, wer weiß, ich finde, wo Luna so gepusht wurde, kannst doch du eines Tages einen gewaltigen Anstieg bekommen. Dann siehst du dich zweimal um. Das stimmt. Schön wäre das. Da hast du natürlich recht, Erwin. Jetzt mal ganz kurz eben gucken, ob ich die Biere hier schon als Sammelgegenstand freigeschaltet habe. Boah, Bier Nein, am Morgen. Hab ich nicht. Dann hauen wir uns das Bier rein. Boah. Bier am Morgen. Oh. Und wir sitzen, ja, unser Charakter, wie heißt wir eigentlich nochmal? Nuisol, geht's gerade auch nicht ganz so gut, wie du ja. siehst. Ja, kein Wunder, wenn man Bier am Morgen trinkt, also nee, nee. Bier am Abend, erquickend und labend, Bier am Morgen verschafft dir Sorgen? Kummer und Sorgen, genau. Wobei, Bier am Abend muss jetzt auch nicht unbedingt sein, aber wenn, dann eher abends, aber doch nicht morgens. Das ist wie in Bayern, die ganzen Urbayern, die dann morgens um 7 beim Frühstück sitzen, mit ihrer fettigen Wurststulle und ihrem Bier nebenbei. Das ist so eklig. Zu dem, was Erwin gesagt hat, ich habe überhaupt keine Ahnung, wie, warum, durch wen und wann und überhaupt Luna gepusht wurde. Ich weiß es nicht. Also, keine Ahnung. Wie und ob sie gepusht wurde, das weiß ich einfach nicht. Entzieht sich meiner Kenntnis. Deswegen kann ich da nichts zu sagen. Ihre Followerzahl kenne ich natürlich. Und dass die enorm ist, ebenfalls. Aber wie gesagt, ob da ein Push hinterstand, weiß ich nicht. Deswegen kann ich da nichts dazu sagen. Nummer 1. Nummer 2, was ich dazu sagen wollte. Ich bin aber auch keine Frau. Und ich... Das soll jetzt auch nicht heißen, dass das Luna alles nur irgendwie über Aussehen macht, auf keinen Fall. Und das wollte ich damit nicht sagen, bevor jetzt irgendwie diese Argumente gleich kommen. Oh, der Amano hat gesagt. Ja, also das wollte ich damit überhaupt nicht sagen. Aber es ist schon so nach wie vor, dass du es als Frau mit Facecam auf Twitch leichter hast. Und das hat auch nichts mit Sexismus oder Chauvinismus oder sonst irgendwas zu tun. Das ist einfach Fakt. Das ist einfach... empirische Beobachtung, kann man so sagen. Ja, ich wollte es halt irgendwann mal in einem Vlog aufgreifen, aber vielleicht greife ich es ja jetzt auch schon mal auf an dieser Stelle. Das hat natürlich einfach damit zu tun, oder was meinst du, Nashira? Sollen wir da mal kurz drauf eingehen an der Stelle und uns das für irgendwann mal in einem Vlog übrig lassen? Ich finde, du kannst es auf jeden Fall auch jetzt. Weil es passt, mit, ne? Weil es gerade. Ja. Sei authentisch, wenn du Bock drauf hast, dann mach das. Ja, jetzt. Ja, ich hab's ja gerade auch aufgebracht. Also, was ich damit sagen will, ist, warum ist es meiner Meinung nach als Frau tatsächlich einfacher? Man muss sich immer gucken, wer denn die Zielgruppe ist. Und wer ist wirklich die Zielgruppe vom Computerspielen? Sind es Männer in meinem Alter? Also, ich bin ja genauso jung und dynamisch wie Gronkh. Das ist nicht wirklich die Zielgruppe. Wir spielen zwar noch, uns gibt es, aber es sind eben nicht die meisten, die auf Twitch oder auf YouTube sitzen, Let's Plays gucken, Stream schauen. Das sind nicht mehr die meisten in unserem Alter. Die meisten tatsächlich, die sich mit sowas beschäftigen, sind junge Menschen und vor allen Dingen auch junge Jungs. Ja, natürlich, es ist schon so und es ist auch toll, dass es so ist, dass junge Frauen, also junge Mädchen, immer häufiger und immer mehr Computerspiele spielen. Das finde ich super, das begrüße ich auch wirklich aus größtem und tiefstem Herzen.
mehr Frauen in die Gamer-Szene. Aber die meisten sind ja doch männlichen Geschlechts. Das lässt sich leider auch wirklich nicht wegdiskutieren. Und dann eben ein bisschen jünger. Da kann man dann sich relativ leicht von ableiten, wenn sie eben Jungs sind oder männlichen Geschlechts sind, was wollen sie dann oder wen wollen sie hauptsächlich beim Spielen zugucken? Einem Mann oder vielleicht einer ganz nett aussehenden Frau? Na, selbstverständlich der nett aussehenden Frau. Und wenn sie dann noch ein bisschen jünger sind, vielleicht gerade ihre Pubertät entdecken, dann erst recht einer nett aussehenden Frau. Weil diese nett aussehende Frau ja das Hobby, was sie selber haben, nämlich Computerspiele, noch zusätzlich hat. Das heißt, dass diese nett aussehenden Frauen auch noch zusätzlich als Identifikationsfigur gelten. Ich finde, der Darakon hat das gut in einem Satz auf den Punkt gebracht. Die Attraktivität von weiblichen Gamern halt. Ja, aber das wird... Idioten, aber das haben sie nicht verdient. Ja, die Attraktivität von weiblichen Gamern, ja, aber... Ich finde, das ist ja gar nicht, dass ich sage. Das ist nicht zwingend das, was ich sagen will. Weil dann würde es ja heißen, dass es nur um attraktive Frauen geht. Und das würde ich ja gar nicht sagen. Nein. Ich finde nicht, dass Darakon das damit ausgesagt hat. Nein, was habe ich falsch verstanden? Ja. Also, okay. Also ich habe das so verstanden, dass weibliche Gamer automatisch attraktiv sind im Sinne von nicht. Nicht äußerlich attraktiv, sondern attraktiv, dass man als junger männlicher Gamer ihn zuschauen will, weil es eben weibliche Gamerinnen sind. Also das mit attraktiv. Ja, okay. Weißt du, was ich bin gerade sehr konfus. Nee, das passt. Das geht ja schon noch in die Richtung, die ich selber gerade gesagt habe. Ja, eben. Ziemlich nah beieinander. Also ja, vor diesem Hintergrund würde ich es auf jeden Fall so auch abnicken. Das stimmt dann schon. Genau. Und deswegen glaube ich halt einfach nach wie vor, dass du es als Frau, sowohl als YouTuberin als auch als Streamerin, einfacher hast, neu bekannt zu werden als männlicher YouTuber oder Streamer. Weil du einfach eine ganz andere Zielgruppe hast, eine größere Zielgruppe, die größeren Möglichkeiten zu einer Zielgruppe. Ja, wie gesagt, nichts davon ist irgendwie sexistisch gemeint oder diskriminierend gemeint oder. So ist es nicht. Ich halte es nur einfach für Fakt. In meinen Augen. So, wo sind diese verkackten Zentauren? Aber hier, Nashira, du kannst ja selbst was dazu sagen als Frau. Fühlst du dich jetzt von dieser Aussage von mir diskriminiert oder was weiß ich was? Sehr gerne. Ich würde nur eben schnell zu Ende twittern. Ja, das darfst du. Dann gebe ich sehr, sehr gerne meinen Satz dazu. Währenddessen kann ich mich auf den Kampf konzentrieren. Jo, genau. Zwei Fässer schon gestohlen. Wo sind denn die anderen Zentauren? Oben im Lager. Kümmert sich da gerade kein anderer Spieler drum? Ich kann nicht an zwei Stellen gleichzeitig sein. Hier ist ja gerade ruhig. Ich kann mal eben ins Kloster schauen. Du nicht? Nee, kann ich nicht. Nein, wir sind nicht die Spielelflut. Wir sind die Spieleflut. Vorhin wollte ich übrigens im Eifer des Gefechts statt Spieleflut-Surfer Spieleflut-Server schreiben. Ja, Spieleflut-Teamspeak-Server, das hätte ja auch gepasst. Ja, aber nicht in dem Kontext, leider. Nein, in dem Kontext nicht. So, hier draußen noch ein paar Zentauren. Nein, hier kümmern sich dann doch ein paar Spieler drum. Ich hätte da hinten bei dem Lager stehen bleiben sollen. Naja, gehen wir wieder zurück. So. Darakon meint, ich habe es genauso verstanden, wie er es meint. Hihi. Also das Aussehen ja. Meint er nicht damit. Und Erwin lehnt sich mal aus dem Fenster und behauptet, dass die meisten Zuschauer sowieso oberflächlich sind. Ja, das so oder so. Ja. Mein Senf dazu. Ich fühle mich absolut nicht diskriminiert oder so. Weil, warum sollte ich auch? Ich meinte das ja schon am Anfang. Ich finde, es ist einfach Fakt, dass nicht nur was Gaming angeht oder generell Frauen es einfacher haben, aber auch vor allem was Gaming angeht oder Let's Play Dasein. Twitch oder Videos oder Hallo! Tenchi HD!
Schön, dass du da bist. Genau, guten Morgen, Tenchi. Schön, dass du reinschaust. Bleib ein wenig, nimm dir eine Tasse Kaffee oder einen Keks. Oder Tee oder Kakao. Oder Tee sonst oder sonstiges, ja, genau. Und bleib ein wenig. Genau. Wir haben es gerade davon, ob das Frauen in der Gaming- und Let's-Player-Szene es einfach haben als Männer. Natürlich, Schwester. Ich lasse dir erstmal zu Ende reden. Segne dieses Gebräu mit einem vollen Aroma. Dwayner, segne die tapferen Seelen, welche dieses Bier bewachen und halte es von den Händen Unwürdiger fern. Komm, genau. Mir segne jene, die es sich zu Gemüte führen, mit süßem Genuss. Lissa schenke ihnen große Heiterkeit. Melandro, geleite dieses. Kannst du ein bisschen warten, glaube ich. Ja, glaube ich. Oder einfach drüber reden. Bewahre es vor Übergehen. Nee, drüber reden, das verwirrt. Es ist ja nur. Das war herrlich. Sehr bewegend. Sichere Reise, Schwester. Ach ja, Brenda. Ja, Heiligkeit. Kein heimliches Schlückchen diesmal. Diesmal. Bier, 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 mag dich nie mehr missen. Doch wenn ich klingt wie du. Nein. Muss ich tierisch, ja? Muss ich tierisch? Weiß ich nicht. Träumen. Darakon meint, vor allem sind weibliche, seriöse Gamer immer noch eine Rarität. Würde ich so auch unterschreiben. Es gibt die ganzen Cam-Horse, natürlich. Ja, auf jeden einfach Fall. Die einfach nur Videos durch tiefe Ausschnitte erzeugen. Auf jeden Fall. Ich habe da zu dem Thema Cam-Horse, ich habe da gestern noch überlegt, ob ich jemanden, wie soll ich sagen, auf Twitch bloßstellen soll. Hab dann gesagt, nein, komm, das ist ja bescheuert, sowas mache ich nicht. Aber da geisterte plötzlich eine amerikanische Twitch-Streamerin durch meine Timeline, weil sie geretweetet wurde. Und wirklich mega krass. Also erstes Mal hat die Frau eine sehr, sehr große Oberweite. Das war schon kein E mehr, das könnte schon F gewesen sein. Aber dann hat sie die Kamera von ihrer Facecam nicht auf ihr Gesicht gerichtet, sondern das war definitiv eine Boobscam. Sie kam wirklich von oben in den Ausschnitt. Nicht mal von vorne, sondern von oben. Habe ich auch gedacht so. Diese Streamerin zeigt von vorne bis hinten all das, erstens, was an Klischees stimmt und zweitens, was falsch ist an dem, was in der Streaming-Szene momentan abläuft. Und dann sitzen die ganzen 14-Jährigen davor und keulen sich ein. Bah, bah, bah. Keulen sich ein? Keulen sich ein, genau. Wie geil. Das ist ein toller Begriff. Keulen sich ein. Eieiei. Nein, genau. Ich wollte noch ein bisschen weiter ausführen, was ich meinte. Mach das. Ich denke, dass das zum einen eine Rolle spielt, was Darakon ein bisschen sagte, dass es einfach für junge Gamer toll ist, eine Frau zu sehen gespielt, weil ist ja doch noch auch ein bisschen selten und gesellschaftlich gesehen, was, Frauen, die Computerspiele spielen, nur. Deswegen ist es einfach umso schöner, wenn man mal eine Frau irgendwie sieht, die auch Gamerin ist, das kann ich mir vorstellen. Aber ich glaube zum anderen auch, dass es damit zu tun hat, dass gerade die jungen Gamer, was du, Amano, sagtest, einfach gerne Frauen sehen. Ja, was heißt jungen Gamer? Ich meine, da bin ich doch nicht anders. Ich meine, ja, okay, ja, gut, aber gerade da bin ich ja nicht anders, wenn ich die Wahl sich habe. Sich einkeulen. Nein, das nicht, aber wenn ich die Wahl habe, sagen wir es mal so, qualitativ ist alles gleich, ja? Wenn qualitativ alles gleich ist, die Qualität des Streams, der Kommentar und so weiter, alles gleich ist, und ich muss einfach nur entscheiden muss, ob ich einen Mann dabei angucken möchte oder eine Frau, ist doch klar, dass ich mich für die Frau entscheide. Das ist doch vollkommen logisch. Logisch würde ich jetzt nicht sagen, aber. Wenn alles sonst gleich ist. Ja, aber ich finde nicht, dass man das so pauschal sehen kann. Ich kann mir vorstellen, dass es genauso Männer gibt, die sagen, okay, wenn alles gleich ist, dann möchte ich lieber einen männlichen Streamer irgendwie haben, weil mit dem kann ich mich besser identifizieren oder was weiß ich nicht. Ich weiß nicht, ja, vielleicht. Halte ich für nicht so wahrscheinlich, aber kann eventuell sein. Ja, keine Ahnung. Ich finde es aber einfach. Um nochmal kurz das Ganze zu Ende zu führen, ich finde es unglaublich und es regt mich so auf, es kotzt mich so an, wenn ich diese ganzen beschissenen Cam-Horse sehe, die dann da sitzen mit ihren Mega-Hupen, kaum noch irgendwie was anhaben und die Kamera wirklich nur auf ihre Brüste richten und mega aufgedonnert sind und keine Ahnung. Ich meine, sich ein bisschen herrichten für einen Stream als weiblicher Gamer, okay, kein Thema.
Überhaupt kein Ding. Und rein marketingtechnisch, ich kann das ja vollkommen nachvollziehen, aber ich finde es einfach zum Kotzen. Es pisst mich so an. Man merkt. Und es gibt wirklich wenige Sachen, die ich noch abstoßender finde. Und noch armseliger vor allem. So, Rant vorbei. Nashira haben fertig. Haben fertig. Mein Leben ist. Ja, das war jetzt, wie gesagt, definitiv schon sehr deutlich. Hätte jetzt auch nicht gedacht, dass du da jetzt so dich aufregst. Aber ja. Ich kann es ja nur unterschreiben. Ich bin in der Hinsicht auch einfach ein kompletter realitätsferner Idealist, weißt du? Ich sehe halt. Das sind halt für mich alles Menschen. Es ist mir vollkommen scheißegal, ob das eine Frau ist oder ob das ein Mann ist oder sonst irgendwas, was ich vor mir habe. Es ist mir einfach egal, weil es sind das alles Menschen. Und ich finde es furchtbar, wenn dann vielleicht irgendwas herausgestellt wird. Nein. Wenn man halt seine weiblichen Reize benutzt, um sich irgendwie hochzuvögeln, hätte ich es beinahe gesagt. Um sich irgendwie hochzuarbeiten, in Anführungszeichen. Ich finde das furchtbar. Ich finde das schlimm. Ja, willkommen in der Welt. Ich weiß, aber das heißt doch nicht, dass ich es gutheißen muss. Nein, wie gesagt, auf keinen Fall. Ich bin ein komplett realitätsferner Idealist in der Hinsicht, aber ich halte auch daran fest, weil es... Ja, das sollst du auch. Oh, Mann! Du sollst ja auch daran festhalten. Das wäre ja auch schlimm, wenn du davon abweichst oder dich verrätst oder sonstiges. Nein, nein. Das ist der. Tenshi meint auch gerade... Was meint ihr, wie schwer es für mich als neuer Twitch-User und Streamer ist, Zuschauer zu bekommen, wenn neben mir andere weibliche, tolle Ausschnittsstreamerinnen das gleiche Game streamen? Das ist nochmal so ein Punkt. Natürlich. Die wirklich vielleicht ein richtig tolles Commentary dazu haben, richtig toll spielen, das richtig super machen, haben keine Chance, weil daneben ist irgendeine Bitch mit Brüsten. Die wahrscheinlich überhaupt nichts im Kopf hat, strohdoof ist, kein Satz irgendwie gerade Deutsch reden kann. Aber sie hat Brüste. Das weißt du doch jetzt gerade. Also, ne? Vorurteile bringen ja... Nein, Vorurteile bringen nichts, aber das ist halt leider manchmal so. Ich meine, du musst dich doch nur umschauen auf Twitch und so. Ja, aber vor allen Dingen sind Vorurteile jetzt hier tatsächlich auch Fehler am Platz, weil so müssen ja nicht alle sein. Und so sind ja auch nicht alle. Nein, so sind nicht alle, aber ich rede ja von genau diesen, die mich aufregen. Es gibt da ja wieder zwei Arten. Es gibt ja wirklich Gamerinnen, die einfach gut aussehen und dann gut spielen, gut kommentieren und dann entdecken, oh, wenn ich nochmal zeige, dass ich gut aussehe, bringt mir das mehr Zuschauer. Davon rede ich aber gar nicht. Da habe ich weniger Probleme mit, als zum Beispiel Frauen, die ansonsten sagen, boah, ich spiele überhaupt keine, ich will keinen Stab. Eigentlich spiele ich überhaupt keine Computerspiele. Ich finde Computerspiele voll bescheuert, aber ich habe festgestellt, Mensch, wenn ich zu Twitch gehe und dann meine Hupen in die Kamera halte, dann kommen die ganzen pickeligen Nerdkinder an und ich verdiene Geld damit. Ich kann die also alle ausnutzen. Ja, das ist sowieso noch das Beste. Das ist eine Sache, mit der ich ein riesengroßes Problem habe. Und hallo, davon gibt es ja auch relativ viele. Hallo Marvi 2110, nebenbei gesagt. Guten Morgen Marvi, schön, dass du da bist. Auch du, nimm dir einen Kaffee oder einen Kakao oder einen Tee, einen Keks. Haben wir eigentlich Twitch-Alert? Fragt Tenshi HD gerade. Nee, wir haben noch gar nichts in der Richtung. Kein Twitch-Alert, kein Bot, kein nix. Gar nichts. Ich habe auch jetzt den Chat, den man sieht, nicht über das Bild eingeblendet. Für mich ist Twitch noch sehr, sehr neu und hat viel mit böhmischen Dörfern zu tun. Ich bin, ja schon, ich bin hauptsächlich auf YouTube unterwegs. Ich hatte auf meinem alten Twitch-Kanal, als wir dort gestreamt haben, ein paar mehr Follower als jetzt. Aber habe dann den Kanal gewechselt und man sieht es ja auch. Ich habe hier 20 Follower, bis jetzt ganz wenig Views. Twitch ist für mich noch sehr, sehr neu. Mit allem drum und dran. Twitch-Alerts und Bots hier, Chatbots, Moderatoren-Bots, bla. Damit kenne ich mich noch nicht aus. Da muss ich mir irgendwann mal Zeit nehmen, um mich da mal reinlesen. Aber Zeit ist halt genau das Stichwort. Das ist nicht so einfach, diese Zeit zu finden. Ja, eine ganze Ladung. Spott ich schon? Nee, ich nehme noch einen Schadensfertigkeit. Yay, Tenshi hat es geschafft, Twitch-Alert irgendwie einzurichten. Yay, Tenshi! Und Erwin, Honigmüsli, yam, 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 yam. Honigmüsli? Ach, Honigmüsli. Oh, ich hätte auch gern Müsli. Ja, wir haben aber keins mehr, weil irgendjemand vergessen hat, einzukaufen. Happa, papa. Dieser jemand war beschäftigt mit Arbeiten. Ja, das ist ja auch in Ordnung. So, mal eben kurz ins Inventar schauen. So, was soll ich mit dem Stab? Ich will keinen Stab. Ich werde Nahkampf. Doch.
Guten Morgen, Alea 1. Schön, dass du da bist. Und Zinumu. Zindumu. Entschuldige. Zindumu. Genau. Ja, guten Morgen, Alea 1. Guten Morgen, Zindumu. Auch hier. Nehmt euch gerne einen Kaffee oder... Warum kann ich den nicht verkaufen? Genau. Ach, seelengebunden. Tee, Kakao, Kekse, was auch immer. Erwin schmeißt eine Runde Müsli für alle. Ja. Das finde ich super von Erwin. Erwin ist ein Guter. Erwin meinte, Sonntag hat alles zu. Ja, außer die Tanke bei mir um die Ecke. Aber ich glaube nicht, dass die Müsli hat. Warum werde ich jetzt hier irgendwie gewarnt? Ich habe doch den noch dort. Ich will doch nur das Erscheinungsbild behalten, ja. Dann kann ich doch die Ausrüstung zerstören. Weil verkaufen kann ich sie eh nicht. Als er Würdiger Kriegs Helm. Nein? Achso, ich habe das H vergessen, weil alt ehrwürdig. Ehrwürdiger Kriegshelm. So, die Materialien wegschicken. So. Jetzt habe ich dieses Event gemacht und bin an einem Ort, wo ich eigentlich überhaupt noch gar nicht sein wollte. Weil nämlich ich die Karte eigentlich hier beenden will. Das heißt, ich bin viel zu früh hier. Aber das passiert immer, wenn man dieses Event macht. Ich sehe gerade... Ah ne, den Heldenpunkt habe ich schon. Das müsste ich mal entdecken. Ne? Also hier bin ich ja eigentlich vorhin gestartet, hier im Kloster. Auch nochmal die Höhle. Und dann Cinemo, diese ganze Event. Eine warme Schoki, kommt sofort. Genau, die Nashira ist hier unsere Bedienung. Ja. Nein, ich bin sehr, sehr froh an dieser Stelle auch nochmal, dass die Nashira das mit dem Chat so gut macht. Oh. Weil wenn Nashira dann so gut wie Nashira das mit dem Chat macht und euch bei Laune hält und mit euch tippt und so weiter, so gut kann es kein Chatbot. Oh. Genau. Und du bist ja süß. Ja, und vor allen Dingen ist das auch die Wahrheit. Na, du bist ja süß. Ach, ja. Hör auf, da werde ich ja ganz rot. Vielleicht sollten wir die Facecam auf dich richten. Nein. Ach, irgendwann machen wir das bestimmt mal. Dann werde werd ich nur noch spielen und kommentieren und die Cam wird dich filmen oder so. Ja, nein. Nein? Die Cam kann gerne uns beide filmen, aber... Glaubst du? Nee. Glaubst du, es wird vielleicht die Chance erhöhen, dass weibliche Zuschauerinnen vorbeikommen, wenn sie auch dann einen Streamer sehen? Wer weiß. Wer weiß. Was ist das denn für ein dreckiges Lachen? Was? Ich weiß nicht, was du meinst. Doch, du weißt ganz genau, was ich meine. Ich weiß nicht, was du meinst. Ich glaube übrigens, ich klinge immer noch ein bisschen nasal, habe ich so das Gefühl. Obwohl ich eigentlich tatsächlich gar nicht krank war. Ja, aber ich kränke so ein bisschen Aber seit Dienstag total nasal klinge. Wie gesagt, ich kränke ein bisschen. Vielleicht habe ich dich ja leider angesteckt? Vielleicht. Ehrlich gesagt hoffe ich das nicht. Ich auch nicht. Das wäre blöd, ich muss ja arbeiten. Ich auch. Ich habe immer noch das Gefühl, dass mein Spiel leicht ruckelt. Findest du? Ja. Wenn du mal hier so an den Rand guckst, wo die Bäume jetzt verschwinden, sieht doch, das ruckelt leicht. Siehst du das? Nee. Na, achte mal auf den Baumstamm hier, auf den. Ich sehe nicht, ich sehe nur Mikro. Jetzt. Also der ruckelt auf jeden Fall so ein bisschen raus. Ansonsten läuft das eigentlich ruckelfrei bei mir, Guild Wars, muss ich sagen. Also von daher muss ich es auf den Stream schieben, auch wenn es wie eine Ausrede klingt. Der Stream ist schuld. Aber ich muss es auf den Stream schieben. Ich hoffe trotzdem, dass euch das nicht zu sehr stört, wenn es eben hier ein bisschen ruckelt. Hm. Tenshi, ich kann verstehen, dass du Lust kriegst, Guild Wars 2 zu streamen. Wie gesagt, du kannst aber auch gerne einfach vorbeikommen. Wir sind auf dem Drakkasee-Server, so rum. Und wenn du möchtest, komm einfach vorbei. Schade, dass ich es nicht alleine konnte. Du willst nicht die vierte Map-Komplikation streamen? Was ist eines damit gemeint? Eines Tages bin ich eine bessere Erfinderin. Das weiß ich jetzt auch nicht, was er damit meint. Vielleicht kann ich etwas erfinden, das Sachen erfindet. So, wo muss ich als nächstes hin? Gehen wir hier hin. Wie gesagt, Sumpf mache ich als letztes. Ja, für alle, die nochmal neu dazugekommen sind, ihr habt auf jeden Fall, ich spiele auf dem Server Drakkasee. Ihr habt auf jeden Fall die Möglichkeit, wenn das passt, ihr habt einen Charakter irgendwie in der Gruppe oder wollt ansonsten mit mir zusammen durch die Gegend laufen, ihr könnt euch auch gerne einloggen und mit mir zusammen was machen. Müsstet ihr euch eben nur melden. Ansonsten könnt ihr natürlich auch gerne weiter einfach zusehen. Auch das freut mich natürlich. Es gibt ja keine Verpflichtung hier, dass man mit mir spielen muss. Nein. Guten Morgen an der Stelle The Last Act und guten Morgen Wechsler Jet.
Schön, dass ihr da seid. Guten Morgen an euch beide. The Last Act und... Ach, hier ist der Schuss. The Last Act und was ist das? Wechslerjet. Wechslerjetski? Oder wie wird das geschrieben? Ich kann es jetzt gerade nicht sehen. Nein. Wechsler, so wie Wechsler, also wechseln. Ja. Und Jet. J-E-T. Also doch. Ja. So wie Jetski. Ja, ja. Also doch. Ja. Hättest einfach Ja sagen können, wäre einfacher gewesen. Ja. Nee, aber die ganzen Sachen, die du gerade gesagt hast, ich muss mir das auch mal besorgen. Gegen Twitch-Alerts und dann vielleicht auch ein Bot, aber auf jeden Fall erstmal Twitch-Alerts und so ein Kram. Und ich habe noch keinen Plan, wie ich das einrichte. Ja, dass wenn jemand hier reinkommt, dass ich das dann direkt, halt, ich laufe falsch, dass ich das direkt sehe, dass wir die direkt begrüßen können. Dann kann mich auch Nashira ein bisschen Arbeit abnehmen und so weiter und so fort. 12 Zuschauer, wir haben einen neuen Peak. Ein neues All-Time-High. Ein neuen Peak auf diesem Kanal. 12 12 Schuhschauer. Schuhschauer? Ja, ihr könnt auch Sandalenschauer sein, meinetwegen. Das ist auch in Ordnung. Es ist auch völlig okay, wenn ihr Absatzschauer seid. Also Schuhabsatz. Ach, es wird nicht lustiger. Ihr alten Spieleflut-Treter. Es wird nicht lustiger, je mehr ich sage. Nein, wird es nicht. Tenshi meint übrigens, er hat immer wieder ganz kleine Mikroruckler und es sieht aus, als wäre die Bitrate um 50 bis 100 zu hoch für die Internetleitung. Und Zindomo, ja, ich kann es verstehen. Guild Wars 2 ist einfach ein super Spiel. Total toll. Vielleicht kriegst du ja durch den Stream wieder ein bisschen Lust drauf, wer weiß. Also Bitrate nochmal, ich hatte es vorhin gesagt, aber da war Zindomo noch nicht da. Die streamen mit 2500 Kilobit pro Sekunde. Das sollte eigentlich für jeden passend sein. Klar, natürlich muss man eben die Leitung dann auch ein bisschen frei haben. Aber 2500 kbps ist jetzt nicht so hoch. Es sollte eigentlich für jeden einigermaßen passen. Was war der Kommentar zu Guild Wars? Ich habe es nicht mitgekriegt. Er meinte, er muss mal schauen, wo seine Chars sind. Er hat schon ewig nicht mehr gespielt. Und gerade meinte er Fußfetischisten. Wenn du Amano kennenlernst, wirst du feststellen, dass er das genaue Gegenteil eines Fußfetischisten ist. Ich bin alles, aber das nicht. Stehen bleiben! Mann! So, dich hier noch. Plündern kommt später. Ich glaube, ich muss erst das ganze Zentaurenlager erledigen. Nicht Alarm! Lass mich doch in Ruhe! Ich will doch nur die Sehenswürdigkeit. Ja, ist nichts mit Allerdings nur ist eben die Sehenswürdigkeit. Die Sehenswürdigkeit eben direkt in eurem Lager. Also muss ich da wohl durch. Na gut, ich könnte mich auch durchschleichen, aber nein, auf keinen Fall. Mal kurz heilen hier. So, weiter geht's. Da haben wir schon das Kittenwachtlager entdeckt und gefunden. Oh, weil er ganz am Ende ist, was habe ich da? Ein Blaubeerbusch. Dreimal kannst du wetten, wo ich jetzt hinlaufe. Oh Gott. Ich habe dann direkt einen Veteran mit dabei. Das ist ja. Echten Schaden anzurichten. Aber es ist ja sehr gut. Es ist Zeit, echten Schaden anzurichten. Oh, Wechslerjet, dank dir habe ich jetzt total Lust auf warme Milch mit Honig. Sorry, dass ich hier so rumflitze, aber ich wollte auch einfach ganz gerne überleben. Ach, Überleben wird überbewertet. Deswegen muss ich da vielleicht mal ein bisschen kreuz und quer rumlaufen. Oh, hörst du mal auf. So, du hast einen Baum im Rücken. Jetzt geht's nicht mehr weiter. Doch, in den Baum. In den Baum geht's, wie ich sehe. Rundherum, das ist nicht schwer. Rundherum, das ist... Ah, eine Truhe. Guck, schon hat sich's gelohnt. Ja, guck mal. Schon hat sich's gelohnt, hier hinzugehen. Die wurde mir auch nicht angezeigt. Also das ist wirklich, 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 wirklich toll an Guild Wars. Also, ich habe wirklich fast alle Online-Rollenspiele gesehen, die seit 2005 rauskamen. Also nicht nur gesehen im Sinne von, ey, ich habe sie gesehen, sondern gespielt. Und Guild Wars 2 rangiert da schon wirklich ganz weit oben bei mir, muss ich wirklich sagen. Also, die haben das Spiel wirklich, wirklich gut hinbekommen. Kann ich nicht anders sagen. Ja, okay, sehe ich genau. Dann, wenn ich hier auch noch dreimal verlangsamt werde, kriege ich die Hand aufs Maul. Ich muss aber ganz ehrlich sagen, ich finde, das Spiel sieht einfach wahnsinnig toll aus. Das Spiel sieht großartig aus, sieht ja. Unglaublich toll aus. Es ist einfach ein tolles Spiel. Die Musik ist super. Also ich bin wirklich ein bisschen, ich glaube, ich bin ein bisschen verliebt. Ja, tatsächlich. Also das haben wir bis jetzt noch gar nicht, oder ich habe es auch gar nicht erwähnt, die Soundkulisse. Die Soundkulisse ist in der Tat großartig. Ist das ein normales Schwert oder ein Großschwert?
Hier ist normales, ne? Können wir mal austauschen. Ja. Bei den Schreikolben hätte ich ganz gerne behalten. Wegen den Feuerfeldern. Tenshi möchte gerne wissen, was denn unsere Accountnamen in Guild Wars 2 sind. Zum Adden und so. Was ist eigentlich dein Accountname? Ah ja, stimmt, du musst ja als Freund. Moment, was war das? Achso, es war ein Gleitschirm. Accountname. Lass mich in Ruhe. Gleich. Erstmal laufen hier. Ich überlege gerade ehrlich gesagt, was mein Accountname ist. Ich überlege gerade, was das Sinnvollste ist, den Accountnamen jetzt hier im Stream zu nennen, zu zeigen, wie auch immer. Aber ja, anders kann er mich ja gar nicht anflüstern. Oder du gibst uns einfach deinen Accountnamen und wir adden dich dann. Das wäre natürlich die Alternative. Muss mal eben schauen. Nein, wo war's denn? Accountnamen, wie heiße ich denn? Da, so heiße ich. Amano.7934. Ich kann dir das leider spontan echt nicht sagen, aber wenn du den Amano anflüsterst bzw. addest, dann kann er dir das. Wenn du das möchtest, kann ich deinen auch nennen. Ich habe ihn gerade versehentlich eingeblendet. Ja, dann. Also, meiner einer Amano.7934 und den Nashira findet ihr unter Nashira.5438. Okay. Das sind die Accountnamen. Und Tenshi ist der Tengronor.6502. Können wir das ja gleich machen. Tengronor.6502. Macht da Groß- und Kleinschreibungen einen Unterschied? Tenshi Aoki. Nein. Nicht, dass ich wüsste. Tenshi Aoki ist in den Ebenen von Ashwood. So, so. Und 7025, was auch immer, entfernt. Ich habe keine Ahnung, ob das Meter sind oder Schritte. Das weiß ich eigentlich. Aber ja, direkt hinzugefügt, da ist er. So, mit der Sprayerin mal reden. Mal gucken, was sie so für Graffiti sprayt. Im Süden lebt ein freundlicher Ettin-Stamm unter Häuptling Kuh. Das wären starke Verbündete, wenn man sie zur Zusammenarbeit überreden könnte. Trink mal ein Schlückchen. Mach das mal. Guten Morgen, Galactus. Schön, dass du da bist. Guten Morgen, Galactus. Du bist schon so ein Galactus-Mensch. Galactus. Guten Morgen. Na, schmeckt die Cola? Mm. Ja. Das nicht so. Ach doch. Ein bisschen Zucker hilft dann auch, während des Streams wach zu bleiben. Zinnomo sagte, die Punktzahl ist für die Erfolge. Welche Punktzahl? Die du gerade bei Tenshi hattest. Das sah aber auch so aus, weil da drüber war ja dieses Zeichen von diesen... Waren das die Belohnungspunkte? Erfolge? Keine Ahnung. Ich weiß es nicht. Ja, ja, ja. Ja, ja, ja. Ja. So, nur damit du siehst, ich kann tatsächlich auch lesen, was du schreibst und bekomme es mit. Guild Wars, ja. Ich kenne mich, wie ihr vielleicht merkt, ich kenne nicht alles. Und ich spiele das Spiel seit Release, aber ich kann noch mal ein bisschen zu meiner Guild Wars Erfahrung erzählen. Also, ich spiele das Spiel tatsächlich seit Release, habe es mir zum Release gekauft, habe dann 2 Wochen gespielt, war sehr begeistert, aber auch verwirrt und habe dann aber nach 2 Wochen keine Zeit mehr gehabt, das zu spielen. Ich weiß ja gar nicht mehr warum, was war denn damals? Ich glaube, ich habe noch ein anderes MMORPG gespielt. Ich weiß es gar nicht. Auf jeden Fall habe ich dann aus Zeitgründen das Spiel erstmal beiseite gelegt und war dann logischerweise auch nicht mehr drin. Und dann habe ich es lange beiseite gelegt gehabt und habe dann mit Nashira zusammen letztes Jahr wieder angefangen. Und den Veteran nehme ich mit. Und seit letztem Jahr spiele ich eigentlich relativ regelmäßig. Wir haben einen Charakter auf Level 80, also Nashira und ich, den haben wir zusammen hochgespielt, jeweils. Wir haben kaum Instanzen bis jetzt gesehen. Wir haben auch von Heart of Thorns bis jetzt kaum etwas gesehen, weil wir eben, ja, weil wir für uns gesagt haben, wir wollen erstmal alles von der normalen Welt sehen, bevor wir uns das Addon angucken, damit wir da nichts verpassen. Und das dauert, weil das Spiel ist wirklich riesengroß. Und deswegen gibt es halt so Dinge, die ich nicht kenne. Gibt immer wieder Dinge, die ich kenne. Gibt immer wieder Dinge, wo ich dazulernen kann. Ah, nicht auf mich. Danke. Immer wieder Dinge, wo ich dazulernen kann. Ja. Deswegen, wenn ich mal irgendwas erzähle, was nicht stimmt und ihr seid Guild Wars erfahren, ja, dann halt weg. Ah, so. Ihr seid Guild Wars erfahren, dann korrigiert mich gerne. So, diese Quest ist jetzt eine Quest, die Nashira gehasst hat. Mal ganz kurz. Jetzt. Welche war das denn? Hier steht jetzt, worum es geht, ne?
Ettin stur, manchen egal, nur wütend. Wir müssen mit Ettins reden. Okay. Na, weißt du noch? Und dann mit denen irgendwas sagen. Aber ich glaub, weiß nicht, was genau ihr von mir wollt. Die war gar nicht so furchtbar. Kenshi fragt übrigens, wie gut denn dein PC ist, Amano. Verdammt. Ich würde sagen, dass mein PC ziemlich gut ist. Auf die Frage von Tenshi, wie gut mein PC ist. Ich würde sagen, mein PC ist ziemlich gut. Aber ich weiß es gerade nicht genau, worauf die Frage sich bezieht. Hallo. Morgen. Guten Morgen, Luna. Aufstehen. Also nicht du, Luna, aufstehen, sondern... Ach so, nein. Das war jetzt ein bisschen missverständlich. Luna ist ja eigentlich schon aufgestanden, sonst wäre sie ja nicht im Chat. Vielleicht liegt sie aber im Bett und ist währenddessen im Chat. Man das weiß es nicht. Könnte in der Tat sein. Was ihr gucken? Halt, nicht weglaufen. Wo läufst du? Achso, du läufst zur Spinne. Gut, jetzt habe ich dich aber auch noch an der Hacke und an der Backe gleichzeitig. Feuerfeld! Ja, also genau, Tenshi, auf welche Frage oder auf welcher Hintergrund bezieht sich deine Frage zu der Stärke meines PCs? Das würde ich doch ganz gerne nachvollziehen können. Weil es so aussieht, oder? Also ich meine, weil es ganz gut aussieht, oder wie, oder was? Keine Ahnung. Hallo kleines Matschkäfer, wollen reden mit mir? Oh, nicht böse werden. Nein. Zu spät. Hey. Mäuschen. Geile Frage. Geile Frage im Chat. Der Story-Modus von Verliesen ist nicht auf ein einzelnes Spieler ausgelegt, oder? Nein, Verliese sind nie auf ein einzelnes Spieler ausgelegt. Dafür sind es ja Instanzen. Da hat wohl jemand gerade kräftig aufs Maul bekommen. Apropos. Ihr... Ich merke, ich habe ein paar Guild Wars erfahrene Leute im Chat. Ich kann mal eine Frage stellen. Und zwar diese Ecke hier. Ne? Ich zeige mal auf der Karte. So, hier. Ich habe es nie, Knochenmaler Schlucht. Ich habe es nie geschafft, hier reinzukommen. Zutritt nur für wahrlich bedrohliche Personen. Wann bin ich eine wahrlich bedrohliche Person und wann komme ich hier rein? Das würde ich gerne wissen. Knochenmaler Schlucht. Ich hätte natürlich googeln können, aber das habe ich ja nicht gemacht. Gut, dahinter ist jetzt auch nicht so was Wildes, sondern eine reichhaltige Kupferader. Mehr jetzt nicht. Aber ich würde halt gerne reinschauen. Und ich weiß nicht, wie ich da reinkomme. Und wie gesagt, gegoogelt habe ich nicht. Der Tenshi sagt, wenn du magst oder Lust darauf hast, kannst du für Guild Wars 2 Reshade und Master Effect installieren. Das ist eine offizielle Texturüberarbeitung. Und fügt Shader hinzu. Das sieht dann nochmal um einiges schöner aus. Das würde ich dann gerne machen. Magst du dir, Nashira, das mal ganz kurz aufschreiben, wie die beiden Add-ons sozusagen heißen? Jo. Reshade und Master Effects. Und Tenshi meint, ist ein Teil der persönlichen Story, ich glaube, beim Teil von den Gerüchteorden. So genau weiß das eigentlich. Ah, Teil der persönlichen Story. Na, das würde erklären, wieso ich nicht reinkomme. Vielen, vielen Dank, Tenshi. Gerüchteorden, echt. Wir haben uns ja zu diesem Zeitpunkt noch gar keinen Orden angeschlossen. Also mit Nuisol hier, unserer Wiederkämpferin. So, das soll es jetzt mal reichen mit den Ettins. Ich gehe jetzt hinten zu den Zentauren, bekämpfe die, weil ich sowieso den Heldenpunkt brauche. Alea 1 meinte, probier mal / drohen in den Chat vor der Tür. Oh. Vielleicht funktioniert das. Gute Idee. Gute Idee, Alea. Das machen wir auch direkt. Merci beaucoup. Das sollte ja auch relativ zeitnah jetzt sein, was wir hier machen, weil ich habe eigentlich die Verzögerung sehr runtergestellt, also vom Chat. Guten Morgen, Dune Place. Schön, dass du da bist. So, ich kann jetzt nirgendwo die Tür anklicken, aber wir drohen mal. Uiuiui, es geht! Es geht! Oh mein Gott! Ich bin so glücklich! Ein Fledermaus-Veteran trollt irgendwas. Danke, Alea. Coole Sache. Das hat tatsächlich funktioniert. Das finde ich super. So, jetzt muss ich nur noch funktionieren. Und hier nicht sterben. Das wäre vielleicht gar nicht so passiert. Der Tenshi ist da. Mensch, da ist er schon. Ein Schlag und kaputt. So hab ihn gekämpft, die Flasche leer. Hallo. Oh. Was ist er denn? Ist er ein Asura? Ja. Ein Asura was? Oh, mit ein Asura-Nekromant? Oh Gott, das sieht so süß aus. Findest du? So süß. Er ist ungefähr so groß wie mein Highlight, der daneben steht. Das ist so süß mit dem großen Hut. Das ist so süß. Das ist so niedlich.
wie gesagt, ungefähr so groß wie der Hayek, der daneben steht. Ob Tenchi auch fliegen fangen kann, wie der Hayek? Ich glaube, er kann, aber ich glaube, er möchte nicht. Ja, macht ja nichts, Tenchi. Man kann ja nicht alles wissen. Dass das mit dem Drohnen funktioniert, ist ja echt großartig. Guck mal, Tenchi hat schon 103 Beherrschungspunkte, wenn ich das richtig sehe. Ui. Mein Gott. Da hat jemand tatsächlich relativ lange Guild Wars 2 gespielt. Nicht so wie meiner einer, der 8 Beherrschungspunkte hat. Hust! Ach, du kleines Dingelchen, du. Ja, Tenchi, cool, dass du da bist. Du kannst jetzt gerne mit mir hier rumquesten, wie du magst. Können wir gerne machen. So, Tür ist zu. Komme ich so raus oder muss ich drohen? Nein, ich muss wahrscheinlich wieder drohen. Boah, ich habe ganz viel Kaffeesatz in meinem Kaffee. Bah, 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 bah. Oh, Event. Na, das machen wir doch mal direkt. Treibt die Kreatur in der Unterwelt. Zurück, wenn wir die Portale zerstören. Das machen wir. Ich glaube, hier habe ich das Event nie gemacht. Das hier. Habe ich das Gefühl. Bin mir ja nicht sicher, aber ich glaube, das habe ich noch nie gemacht. Ich dachte ja, ich hätte auf dieser Karte bis jetzt alles gesehen. Aber das war da wohl nix. Ja, ist schön, wenn es immer wieder neue Events gibt. Ja, auf jeden. Auf jeden. Und dass du nicht alles farmen willst, kann ich nachvollziehen, weil das ist ja schon relativ viel, was man da farmen muss. Und ja, also bei mir ist es tatsächlich so, dass ich bei Guild Wars 2, und das war schon. Bei Guild Wars 2, das Spiel ist so umfangreich, definitiv, also auch so großartig und so umfangreich. Ihr gottloser Sumpf. Ah! Wo bin ich denn jetzt hingereist? In das Königental. Ja, wahrscheinlich in den Sumpf. Gottloser Sumpf. Ach, das Event läuft schon, das Gruppenevent im Sumpf. Tenchi, Hui. Wenn du möchtest, kommst du natürlich einfach hinterher. Zeit, echten Schaden anzurichten. Alea 1 meint, das ist das Pre-Event zum Behemoth. Ja, ich merk's gerade. Ich bin ja jetzt schon im Sumpf, kurz vor dem Behemoth. Alea ist also auch jemand, der sich auskennt. Oh, da ist der Behemoth, alter Schwede. Dann halte ich mal kurz meine Klappe und muss mal sehen, dass ich überlebe. Der Behemoth! Der sieht aber ganz schön... ganz schön fies aus. Ja, ist halt ein Karpfenboss, ne? Da hat aber jemand gar nicht gut geschlafen. Nein, hier sollte ich nicht rein. Ah, lass mich raus. Wer uns verwundet, sagt das. Fuck, ich kann hier nicht. Ich will hier nicht. Wo sind denn die anderen Spieler alle? Wo kann man denn safe stehen? Wo bist du? Ach, da bist du. Okay. Ich wollte gerade einigermaßen safe stehen, aber das kommt gerade nicht so wirklich hin. Hallo, Heilfeld. Mag ihn mich jemand? Nein, mag niemand. Achso, das hat er ja gut gemacht, der Amano. Geht mich jemand auf? Na? 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 Mag mich jemand aufnehmen? Na? Bestimmt gleich. Warte, ja, das siehst du, stehst du wieder. Wollen wir erstmal heilen. So, und auf den Champion. Hey, ich mache sogar 70 Schaden. Yeah, klein, mach ein bisschen. Ah, raus, 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 raus. Ja, Nashira, während ich jetzt hier so am Rumfuchteln bin, vielleicht kannst du den Leuten mal erklären, was hier gerade passiert. Bosskampf. Bosskampf. Dankeschön. Ja, bitteschön. Das ist ja perfekt erklärt. Ja, sehr gerne. Ja, der Behemoth. Der Schattenbehemoth. Behemoth? Wie du magst. Die kleine Motte hier ist auf jeden Fall der, ja, kann man sagen, Boss dieser Karte, dieser Gegend. Und die Kartenbosse, also die Bosse der jeweiligen Gegend, sind mega. Also wirklich, wirklich. Ihr seht das ja vielleicht. Die sind echt knackig. Und alleine oder in der kleinen Gruppe, da hat man auch keine Chance. Geht nicht. Auf keinen Fall. Und ich hänge an der Wurzel fest. Wo hängst du fest? In deiner Wurzel. Oh, nicht gut. Sagt der Wurzel, wie soll das sein lassen? Schwierig. Böse Wurzel. Aus. Bleib doch stehen. Ich mag das ja immer ganz gerne, wenn dann solche großen Gegner da sind.
uns verwundet. Zart. Alter, was hab ich denn schon wieder für ein Problem hier? Ach so, da war eine Elite dabei. Oh. Ja. Das erklärt's vielleicht. Genau, und meistens sind bei diesen Champions dann nicht nur der Champion selbst, sondern auch irgendwelche Elite-Minions oder Veteranen oder sonst was, die ja auch an sich schon wieder ein bisschen knackiger sind. Ja, bisschen also da ist schon einiges möglich. Bisschen ist gut. Elite ist ja das, was man tatsächlich an den... Nein! Warum? Ich will die Elite nicht. Geh doch einfach weg. Da bin ich echt so... Scheiße. Mein Hauptcharakter ist eine Asura-Waldläuferin. Und die hat eine Fähigkeit oder eine Fertigkeit, mit der sie sich irgendwie für 3 Sekunden oder so unsichtbar machen kann. Also nicht mehr zu sehen ist, sämtliche Agro verliert und dergleichen. Und das ist so toll, Mann. Wenn ich dann in so einer Situation bin, einfach kurz unsichtbar machen, kurz wegspringen und schon kann ich ein bisschen durcharbeiten. Ja, ich werde den Elite nicht los. Ich habe davor ein bisschen Schaden aufgemacht, aber niemand sonst und ja, das ist ja am Arsch. Und die Agro geht auch nicht automatisch weg nach einer gewissen Zeit? Warum sollte sie? Ich dachte. Nee, das leider nicht. Hätte ja, ne? Hätte Fahrrad. Wasser! Das ist Duke leider Place nicht. Meint, bleib lieber im Spielerblock. Ja, klar. Bei so hochskalierten Events ist das mit deinem Level echt schwer. Ja, in der Tat. Ich hab schon wieder den Elite. Oh Gott. Hallo Zinni, schön, dass du da bist. Ah, Zinni, hallo. So, ich bleibe jetzt tatsächlich hier und gehe nochmal hier vorne auf den Behemoth. Behemoth. Ja. Die Motte. Aber er ist so gut wie weg. Ja. Alles. Auch wenn ich halt nicht groß was dazu beitragen kann. Ja, du bist ja glaube ich schon so ein kleiner. Du willst ja glaube ich schon immer ganz vorne mit dabei sein. Nee, was heißt zwingend vorne mit dabei sein? Ich würde halt ganz gerne. Ich wäre halt ganz gerne effektiv. Ich würde da gerne irgendwas tun. Ja, aber damit bringst du dich halt manchmal schon ein bisschen in die Tribüne, glaube ich. Ja, natürlich. Gar keine Wo Frage. Was ist das? Gar keine Frage. Ja, ist so schon ein bisschen weg. Ach, hier, komm schon da. Quatsch, will ich nicht. Komm, Behemoth, iss ein Snickers. Dann wird's besser. Du meinst, er soll sich ein bisschen ausruhen, oder was? Nein, immer wenn er hungrig ist, wird er zu lieber. Ach so. Deswegen fühlt er sich so auf. Der hat Hunger. Er braucht einen Snickers. Meinst du? Und so. Ja. Ich weiß, ich stell gerade fest. Ja, ich stell gerade fest, ich mache den Behemoth zum ersten Mal. Echt? Oh. Ja. Oh, der Zinni hat die Tage auch mitgebracht. Geht noch ganz am Anfang. Ja, das ist ja super, Zinni, herzlich eigentlich. Herzlich willkommen in der Guild Wars 2-Welt. Also da kann ich nur sagen, Zinni, das ist doch eigentlich super. Da könntest du doch eigentlich mit mir relativ viel zusammen machen. Eigentlich. Ne? Weil ich bin ja jetzt hier Level, was bin ich, 14, glaube ich. Da können wir ja schon einiges zusammen machen. Ja, bestimmt. Da ist er weg. Naja, komm, jetzt ist er weg. So. Na gut. Hallöchen, David Gehr, schön, dass du da bist. Ha, das war jetzt nicht so die geilste Leistung bei mir, muss ich mal sagen. Zinni, wir sind auf dem Server Drakkarsee. Genau, Server Drakkarsee und in der Tat, Zinni, wenn du tatsächlich gerade erst angefangen hast. Wir sind noch nicht fertig. Wie gesagt, ich streame diesen Charakter und das, was ich vorhabe zum Streamen, ist halt Level 1 bis Level 80. Und eigentlich möchte ich bei den Menschen bleiben. Die Frage ist, was hat Zinni sich denn für eine Rasse ausgesucht oder für ein Volk ausgesucht? Und guten Morgen, Infinite Ben. Schön, dass du da bist. Guten Morgen. Infinite. Guten Morgen, ja. Alle neuen Zugekommenen. Dune Place fragt, ob wir das Spiel einen Tacken leiser machen können. Das Spiel, einen ja. Tacken leiser. Ja, wobei das natürlich jetzt gerade auch der Bosskampf war. Warte mal. Das ist insgesamt schon relativ laut, das stimmt wohl. Das ganze Spiel? Also bei mir auf jeden Fall schon. Bei okay. Mir rufen Kopfhörer. Warte mal, ich laufe mal einfach direkt hier raus. Ja, von der großen Kampf- und Bosskampfmusik weg.
nein, natürlich nicht. Und das, also, wir schauen mal, ja? Also ich laufe jetzt, wie gesagt, hier mal von der großen Kampfmusik weg. Wenn es dann immer noch zu laut ist, mache ich es natürlich gerne leiser, gar keine Fragen. Aber ich habe jetzt halt gedacht, dass es vielleicht wirklich an der Kampfmusik liegt. Ach, zu kurz gesprungen. Gut, mache ich eh später. Ich will ja eigentlich noch gar nicht hier sein. Zinni, ich laufe... Nicht Zinni. Tenchi. Ich laufe schon mal woanders hin. Ich hoffe, es ist okay. Tenchi meint, das mit dem Server ist übrigens im PvE-Gebiet egal. Es ist doch egal, ja. Da war ich mir nämlich nicht sicher, ob das ja auch quasi so ist, dass man von Server zu Server springen kann, wenn man dem anderen einfach joint. Okay. Doomplace ist vom Drakkasee-Server sehr begeistert und Zinni sagt, er ist auf Kodash. Zeit, und er ist auch ein Mensch. Zwar ein sehr kleiner, zwergiger, aber ein Mensch. Also, dann nochmal eben die Sachen abarbeiten, in Anführungszeichen, nein, beantworten. Also, Tenchi, das finde ich super. Ich war mir da eben nicht sicher, ob das ähnlich aufgebaut ist wie der Dungeon Browser bei WoW oder sonstiges, ob das wichtig ist, auf welchem Server man ist. Jetzt, wo du mir sagst, dass das völlig egal ist, finde ich das großartig. Da muss ich ja gar nicht sagen, auf welchem Server ich bin. Dann kann ich ja mit Zinni tatsächlich was zusammen machen. Ja, zu der zweiten Sache. Wer sagt das gerade mit, wer ist von Drakkasee begeistert? Wer war das? Doomplace. Doomplace, ja. Ich muss sagen, Drakkasee ist wirklich ein Server, der mir wirklich gut gefällt. Der ist voll. Hier sind viele Leute unterwegs. Die Atmosphäre ist gut, ist relativ freundlich. Das ist ein guter Server. Ich bin auch zufrieden, Drakkasee gewählt zu haben, muss ich sagen. Damals zu Release schon, aber es ist ein guter Server. So, Zinni, zu dir. Wir sollten uns da vielleicht wirklich mal drüber unterhalten, weil wenn du gerade angefangen hast, musst du überlegen, ich weiß nicht, ob du das als YouTube-Video machst oder als Stream. Ich werde halt Guild Wars in Anführungszeichen nur noch streamen, bringe aber die Sachen dann später auf YouTube, aber ich stream halt jetzt, ja, und produziere nicht vor. Ich fände es cool, wenn du irgendwie bei mir mit einsteigst. Ich weiß nicht, welches Level du hast. Vielleicht passt das ja irgendwie, dass wir dann zusammen was machen. Ich fände das schon ganz schick, wenn ich ehrlich bin. Was? Ja? Du wolltest was sagen? Ich dachte, du wärst fertig. Nein. Stufe 15 bin ich jetzt schon. Aber vielleicht kann ich ja nach dem Stream, wenn der Unterschied zu groß ist, Zinni, vielleicht kann ich nach dem Stream ja ein bisschen warten, bis ich wieder streame und du levelst erstmal auf, bis wir beide bei 15 sind. Also ich hätte Lust drauf, mit dir was zusammen zu machen. Das kann ich definitiv so sagen. Also wenn wir das irgendwie gemeinsam machen wollen, Weg Level 1 bis Level 80. Ich fände es cool. Denk mal drüber nach. Wenn du Lust hast, dann schreibe ich mal auf Twitter an. Dann machen wir das. So. Hallo Anti-ADD. Herzlich willkommen. Moment, ich muss eben abarbeiten. Tenchi meint, er ist selber auf Ilona und spielt ja mit uns. Also, ja. PvE auf Mega-Servern. Das mit Servern ist nur für... Ich weiß nicht, was BVB, genau World vs. World. World vs. World. Genau, genau. Interessant. Und, ja. Ist das denn schwer? Ich schon gesagt. Nicht zuhören. Und Tenchi meint, aber, das sind doch Mega-Server, da ist alles bei dir. Du musst WVW machen, um den Server bewerten zu können. Und Zinni möchte es auch streamen. Verdammt, Tenchi hat recht. Das ist so verwirrend. Aber Tenchi hat recht. Zinni ist Stufe 5, aber er levelt sich noch hoch bis dahin. Und ihm wird es auch freuen. Ja, cool, Zinni. Also erst bei Tenchi, verdammt, du hast recht. Aber ich find's gut, dass du da bist, weil ich lerne dadurch Sachen, die ich bis jetzt so nicht wusste. Und das ist für mich eben auch wichtig, weil ich habe schon den Anspruch, ein Spiel zu kennen. Ich möchte in dem Spiel immer gut sein. Also sowohl meinen Charakter beherrschen, als auch einfach mein Spiel gut zu kennen. Von daher bin ich um diese Tipps sehr, sehr dankbar. Zinni, zu dir, das ist doch super. Dann haben wir es quasi gerade ausgemacht. Und ja, dann unterhalten wir uns demnächst darüber. Und dann kriegen wir das schon hin. Dann würde ich einfach ein bisschen warten. Ich mache die Karte hier. Ich würde Folgendes vorschlagen, Zinni. Ich mache die Karte hier fertig. Steig da mit dem Stream etwas verfrüht aus. Aber dann habe ich halt Königinthal fertig. Dann machst du auch Königinthal fertig. Und dann würden wir zusammen wieder einsteigen mit einem gemeinsamen Stream. Das wäre doch super. Was meinst du, Nashira? Ich fände das auch cool. Und ich bin gerade ehrlich gesagt einfach begeistert, wie viel hier gerade los ist. Ich finde das voll super. Ja.
Dito, da kann ich mich nur anschließen. Duplace fragte, ob du Heart of Thorns hast und meinte dann, ach vergiss es, hast du einen Wiedergänger. Genau. Ja, genau. Wir haben Heart of Thorns. So sieht's aus, genau. Ist der Wiedergänger. Ich habe damals den Wiedergänger eben gemacht, weil ich den zum Release von Heart of Thorns dann auch streamen wollte und euch zeigen wollte. Frage, jetzt bin ich ja raus aus dem Kampf, ist das Spiel immer noch zu laut? Wenn ja, mache ich es kurz ein bisschen leiser. Tenji fragte, ob wir irgendwie auf dem Teamspeak sind, dann könnte er uns die Sachen einfacher erklären. Und er meinte, er würde auch mitstreamen. Ja, das ist was, ja super. Was ja alles in die Gänge geleitet wird. Ich bin gerade voll begeistert. Stimmt, Tenji hat ja auch, ja, dann ja. Ich bin gerade mega begeistert. Das macht so Spaß, wenn so viel los ist. Oh, ich mag euch, ihr seid toll. Und die ihr macht mich gerade ganz heiß, deswegen muss ich erstmal meinen Pulli ausziehen. Wo war die Facecam? Unter dem ich noch ein T-Shirt trage. Deswegen ist mir auch so warm. Meine Güte. Wie war das mit der Lautstärke? Muss ich ein bisschen leiser machen, also das Spiel, oder geht's? Achso. Ja. Gleich. Wie gesagt, also das mit dem Pulli war nicht einfach nur so gesagt. Ich muss mich wirklich gerade ein bisschen... Die Antwort kommt gleich. Ja, Tenji, gerne. Die Frage ist, also Frage 1, wie gesagt, was ist mit der Lautstärke? Das würde ich ganz gerne wissen wollen. Die geht ja allgemein in den Chat. Und die Frage an Tenji. Du hast gesagt, du bist ja Stream. Mich würde interessieren, ob du denn nur streamst. Oder ob du auch auf YouTube bist, das weiß ich jetzt gar nicht. Zinni ist, glaube ich, von der Idee auch ein bisschen begeistert, hat ganz viel Herzchen und Hype in Emoticons gepostet. Ja, Tenji, das ist doch cool. Ist auf unserem TS. Ah, zu viel. Moment. Hier muss ich konzentrieren. Ja. Das kriege ich hin. Die Wiedergängerin macht so viel Schaden. Siehst du? Alles gut. So, die Hämmer wieder einpacken. Bevor du irgendwas anderes machst. Ja. Duneplace würde sich trotzdem freuen, wenn du es ein bisschen leiser machen würdest. Zumindest Effekt-Sounds. Und wir sollten vielleicht wirklich mal ins TS gehen. Ich glaube, Tenji erwartet uns. So. Spiel ist ein bisschen leiser gemacht. Ich hüpfe da mal ins Teamspeak. Guten Morgen, Fagwent. Schön, dass du da bist. Guten Morgen. Der Tenji hängt in der Spielecke. In der Spielecke. So, dann hole ich mal in den Stream rein. Guten Morgen, Tenji. Guten Morgen. Achso, er hat keine Sprechrechte. Doch, er hat sein Mikro gemutet. Das wird sein. Nein, nicht ausreichende Talkpower. Warte. What? Wenn Tenji sowieso hier aktiv sein will, dann mache ich ihn erstmal zum Stream-Zuschauer. Jetzt kann Tenji auch reden. Hallo. Guten Morgen. Jetzt kann er reden. Jetzt hat er Sprechrechte. So, den Tenji sollte man jetzt eigentlich auch über den Stream hören können. Hoffe ich zumindest. Ja, gut. Hoffentlich. Doch, da gehe ich fest von aus. Ja, das wollen wir ja nicht. Aber so. Ich glaube, Tenji ist ein bisschen leise für den Stream. Ja. Vielleicht könntest du aber nur noch ein bisschen daran feilen. Ja, ich muss ihn mal hier im TS ein bisschen lauter machen. Ich muss euch dafür leiser machen. So, Tenji hat jetzt mal plus 20 Dezibel bekommen. So viel. Ja, du wirst jetzt übersteuern, aber dafür wird man dich hören können. Und voll cool, dass du dann auch bei YouTube am Start sein wirst. Finde ich cool. Ja, ich muss das Ganze erstmal noch so ein bisschen aufbauen. Ah, wie gesagt, ich bin ja erst seit letzter Woche Stream. Habe ich mal so ein bisschen angefangen und ja. So neu noch dabei. Ja, das ist doch super. Ja. Ja, das kriegt man sicherlich alles hin. Es ist ja immer nur eine Frage, wie man es einrichtet. Wo rennt ihr denn hin? Okay, dann bleibe ich bei den Bogenschützen. Ja, tut weh. Haha, die Sprüche von den Charakteren sind auch immer wieder so geil. So, was jetzt nur ein bisschen doof ist bei mir, ich habe die ganzen Anfangsgebiete schon mit allen Charakteren bis jetzt weit erkundet. Das heißt, ich renn gerade einfach so mit bei dir, aber macht ja nichts. Genau, das ist ja das Schöne. Vielleicht, ich bin mir nicht sicher, ob irgendjemand hier überhaupt im Stream ist, der Guild Wars nicht kennt. Ich habe fast das Gefühl, ich habe hier nur Guild Wars Experten. Aber falls jemand da ist, der Guild Wars nicht kennt, das ist ja echt das Schöne an Guild Wars. Tenji mit seinem Level 80, ich zeige es gerade nochmal, Nekromant Stufe 80, ist jetzt hier im Königintal nicht Level 80,
sondern er wird vom Spiel runtergestuft, damit die Gegner auch noch eine gewisse Herausforderung auch für ihn bieten. Wobei der Unterschied ist, dass er jetzt mehr Schaden macht als ich mit meinem Level 15. Das ist schon ein bisschen anders, aber er wird an sich eben auch vom Level runtergesetzt. Auch das hat Guild Wars 2 ganz gut gemacht. Genau, kommt auch gerade zu mir gelaufen, dann sieht er den blauen Punkt. Das Ding ist nur leider, man sieht es halt leider nicht mehr mit den Beherrschungspunkten, ich runtergestuft werde. Ja, weil die einfach noch da drüber liegen. Aber ich müsste jetzt ungefähr bei dir, wenn ich in deinem Gebiet bin, ungefähr auf Level 14 auch runtergestuft sein. Das heißt, meine ganzen Werte sind angepasst, alles. Genau. Also ich mache allgemein weniger Schaden, wie ich es auf Level 80 machen würde. Weil sonst könnte ich hier ja einfach durchrennen und alles one-hitten und das wollen sie jetzt auch nicht. Ah, Veteran Basilisk. Und so, rette mich! Das stimmt. Ihr könnt vielleicht hier unten mal in die Ecke gucken, unten links, wo ich gerade mit dem Mauszeiger rumfahre. Da könnt ihr auch sehen, dass auch ich jetzt Level 15 bin, aber auf Level 14 heruntergestuft wurde. Steht hier ja auch, Stufenskalierung. Stufe wurde an das Gebiet angepasst. Das finde ich wirklich eine gute Sache, weil wir haben ja vor, habe ich ja gerade gesagt, ich möchte ja von Level 1 bis Level 80 streamen, meine Wiedergängerin. Aber ich möchte erstmal mich nur durch das Menschengebiet bewegen, damit die Geschichte auch einigermaßen zusammenhängt. Und viele Leute machen das so. Die powerleveln ihren Charakter auf Level 80 und haben dann viele Startgebiete, zum Beispiel der anderen Rassen, gar nicht gesehen. Ja, genau, das wollte ich dir nämlich empfehlen, weil wenn du deinen Charakter leveln möchtest, nur durch über Map-Erkundung und so weiter, dann würde ich dir erstmal empfehlen, mach alle Starkgebiete durch, weil da kommst du natürlich ziemlich einfach durch am Anfang und kriegst deine ganze Ausrüstung so für den Anfang gedroppt und es ist eigentlich ganz chillig und du siehst natürlich auch viele verschiedene breit gefächerte Gebiete von brennenden, eingestürzten Sachen der Char-Gebiete, wenn du über Ascalon gehst, bis hin zu den waldigen Gebieten der Silvari im Caledon-Wald oder hier das schöne normale Menschengebiet. All das sieht man so, dann sieht man schon mal am Anfang so, in welche Richtung von optischer Vielfalt das Ganze geht. Das stimmt, da warst du noch nicht im Chat drin. Ich habe einen Charakter ebenfalls auch auf Stufe 80 mit Nashira und wir haben das gemeinsam so gemacht. Wir hatten uns nur für den Stream mit Absicht dagegen entschieden. Weil für mich ist zum Beispiel so, dass Geschichte sehr wichtig ist und wir wollten das auch übertragen hier in den Stream. Denn wenn man zwischen den ganzen Startgebieten und den verschiedenen Völkern hin und her springt, dann ist es schon so, dass man vielleicht nicht mehr weiß, was man vor 10 Stunden, was denn so die Geschichte der Char war. Nicht die persönliche Geschichte, aber die Geschichte der Gebiete hängt ja auch ein bisschen zusammen. Und deswegen hatten wir uns jetzt für den Stream mit Absicht so entschlossen, dass wir das nicht machen. Aber okay. Ja gut, wobei, wenn man auch, ja, für die Zuschauer ist es blöd, wenn du selber Guild Wars spielst und du kennst diese Gebiete und läufst da durch, dann bleibt diese Geschichte auch irgendwann an dir hängen. Na natürlich, wenn du einfach nur durchrennst, ganz klar. Aber an dieser Stelle übrigens mal ganz kurz ein herzliches Hallo an Fresh Fries und an Fister? Ich weiß es leider nicht. Oh Gott, wir haben einen Fister im Chat. Ah! Herzlich willkommen. Genau, hallo und hallo Duneplays. Auch schön, dass du da bist. Den muss ich gleich mal als Freund hinzufügen. Sindomo geht chinesisch essen. Da ich fällt will mir auch. Ein. Moment, Zack. Ich werf mal gleich bei der Gelegenheit, werfe ich einfach meinen Stream auch an. Ja, das Warum kannst du dich auch gerne machen. Warum nicht? Genau, und guten Morgen an alle neuen Zugekommenen. Heldenpunkt. Der und fehlt mir noch. Bis dahin, Zinnomo. Tschüss, Zinnomo, mach's gut. Und lass es dir schmecken. So, hier müssen wir mal tauchen. Für den Heldenpunkt. Mag ja auch MMORPGs, bei denen man tauchen kann. Auch wenn sie sich gerade wie ein Fötus zusammenkrüppelt. Für mich ist Wasser in Guild Wars 2 ja ganz furchtbar, weil ich habe unglaubliche Orientierungsschwierigkeiten. Ich habe überhaupt keinen Orientierungssinn. Und mir fällt es manchmal so oder so schon schwer,
Amano, wenn der ein bisschen vorausrennt, wiederzufinden. Aber dann noch unter Wasser, wo ich nicht nur nach links und rechts und nach vorne und nach hinten gucken muss, sondern auch noch nach oben und nach unten. Ja. Das ist ganz furchtbar für mich. In der Tat, das ist für ganz furchtbar. Das ist für Nashiralein tatsächlich gar nichts. Wobei man muss dazu sagen, dass Nashiralein diesen fehlenden Orientierungssinn aber auch im realen Leben hat. Also, ja, das ist gar nicht böse gemeint. Nee, es ist einfach so. Das ist wirklich so. Ich glaube, Nashira, wie viele Jahre brauchtest du, um dich in deiner Stadt, in der du jetzt wohnst, zurechtzufinden? 2? Ja, 1,5, 2, sowas. Schon, ne? Also wie gesagt, das ist echt nicht böse gemeint. So, mein Stream ist auch an. Yay! Jetzt, oder? Das weiß ich nicht, ich hoffe. Please stream. Ich drücke die Däumchen. Wo komme ich hier rüber? Ich wollte eigentlich... Jetzt. Perfekt. Okay. Ja, nein, schon wieder zu kurz. Ganz ruhig, Amano. Ich sehe es nicht. Ich bin zu kurz gesprungen. Ich wollte mich schon noch ganz gerne den Aussichtspunkt hier mitnehmen. Oh, ich bin auch ein Depp. Ich finde es bei Gilbwas, finde ich, im Übrigen Wassergebiete nur etwas schade, weil... Man kriegt sie durch die Map-Erkundung, kriegt man sie alle mit. Aber wirklich später im End-Content spielen die Wassergebiete leider kaum noch eine Rolle. Es ist ein bisschen schade, finde ich, weil man macht das Ganze so auf mit den Gebieten. Hey, man kann auch im Wasser kämpfen, man kann im Wasser erkunden und so weiter und so fort. Und dann spielen die später einfach keine Rolle mehr. Das finde ich ein bisschen schade. Ich weiß, was du meinst. Das ist mir tatsächlich noch nie so aufgefallen, aber es stimmt schon. Mit der Zeit werden die Wassergebiete echt immer, ja, weiß nicht, ob man sagen kann, unwichtiger, aber spielen keine so große Rolle mehr wie am Anfang. Stimmt eigentlich. Und ist schon auch schade, das stimmt. Wobei man ja sagen muss, dass ArenaNet da in Planung ist, die Wassergebiete wieder in Form des Schlachtzuges neu reinzubringen. Also wirklich kompletter Endcontent, dass sie einen Schlachtzug komplett unter Wasser machen wollen. Was wahrscheinlich für einen großen Teil der Guild Wars Community echt blöd sein wird, weil ein großer Teil der Guild Wars Community sagt, die Unterwasserkämpfe und so weiter, das ist nicht so ihr Fall. Nicht wahr, Nashira? Ja, wobei, bei mir hat das ja echt nichts damit zu tun, dass ich generell Probleme mit Wasser oder so habe. Oder wie das unter Wasser funktioniert. Ich finde das ja an sich total super. Ich finde das ja toll, dass da so ein bisschen Abwechslung drin ist, dass man auch unter Wasser mal ein bisschen schwimmen kann. Ich mag sowieso auch real Wasser total gerne. Bei mir ist ja wirklich der einzige Kritikpunkt echt die Orientierungslosigkeit. Aber das liegt ja an mir und nicht irgendwie am Spiel, dass es da irgendwas Spiel, schlecht macht oder so. Mal ganz kurz 2 Einwände. Tenchi, hast du eigentlich auch Twitter? Twitter, das bin ich mir gerade noch am Einrichten. Wie gesagt, okay. Ich habe erstmal alles so komplett okay. auf blind einfach mal losgestreamt und habe noch gar nichts eingerichtet. Das kommt aber auf jeden Fall noch bei mir. Ja, cool. Also wenn das, dann kommt, dann, wenn das kommt, dann sag mir auf jeden Fall mal Bescheid. Oh, schon wieder Level. Und auf jeden Fall. Der Wechsler-Jet fragt gerade, wenn man frische Level 80 ist, wie kommt er denn jetzt am besten an gute Items ran? So bis Level 80. Gott. Bei Level 80 spielt es eine Rolle, wenn du einen Beruf hast. Je nachdem, welche Klasse du hast, ist es am Anfang immer gut zu entscheiden, dass du einen Beruf machst, der für die Herstellerrüstung, die zu dem Zeitpunkt exotisch ist, also das zweithöchste Gear hat. Und du kannst da dann noch deine Werte entscheiden. Das ist allerdings so ein bisschen relativ teuer. Da kann man über das HOT-Gebiet könnte man da rein theoretisch billiger rankommen. Allerdings brauchst du für das HOT-Gebiet schon eine exotische Rüstung, damit du da überhaupt so ein bisschen was aushältst und ein bisschen Schaden verteilst. Deswegen steht das so im Zwiespalt. Ansonsten, was auch noch überhaupt so ein bisschen was aushält, so ein bisschen Schaden verteilt, deswegen steht das so im Zwiespalt.
Ansonsten, was auch noch gut funktioniert, wenn du später eine Gilde hast, mit der du einfach PvE-Sachen machst und dann später die Gildenmission machst, weil dadurch bekommst du eine Währung in der Gildenmission. Und bei dieser Währung kannst du dir dann später schon mal deinen Schmuck, der dann aufgestiegen sein soll, kannst du verbilligt kaufen. Du kaufst dir einen Schmuckteil für Lorbeeren, die bekommst du durchs tägliche Einloggen. Die kosten 30 Lorbeeren dann. Das hast du, wenn du 30 Tage eingeloggt bist, hast du es locker zusammen. Dann bekommst du zwei Teile verbilligt, ganz gut, wenn du die Gildenmission machst. Das sind, glaub ich, die Ohrringe sind das. Also ich kann es mal in Gruppenchat posten. Das wäre bei mir, sind das die zwei Teile. Bin schneller als ein Zentaur. Und Ringe kannst du machen, indem du Fraktale läufst. Da werden dir makellose Fraktalrelikte werden dir da fallen, und ein aufgestiegener Ring kostet 10 von diesen makellosen Fraktalrelikten. Und das ist so der billigste Weg, um an das Endequip, jedenfalls vom Schmuck her, zu kommen. Ansonsten arbeitest du dich mit exotischer Rüstung rauf und später dann im Beruf stellst du die aufgestiegene her. Dauert dann allerdings ein bisschen. Ich merke gerade, dank Tenshi kann sich der Amano ja gerade richtig entspannen. Voll cool. Wenn solche Guild-Boss-Fragen kommen, auf jeden Fall. Was wir gemacht haben, Nashira und meiner Einer, was wir gemacht haben, was auch ganz gut funktioniert hat, wir haben über Karma-Punkte uns die besten Sachen geholt, die man über Karma-Punkte bekam. Ist natürlich nicht aufgestiegenes Zeug. Also was Tenshi gerade gepostet hat, war ja rosa. Das ist ja, es halt das nicht. Das ist eben, bekommst du nur durch Herstellen oder durch eben die Schmuckteile, eben durch das, wie ich es gerade erklärt habe. Genau, es ist dann halt nur orange. Ich weiß gar nicht, ob orange exotisch ist, wie auch immer. Auf jeden Fall, orange, das Zeug ist wirklich gut. Das kostet ziemlich viel Karma-Punkte, ja, aber die kriegt man auch relativ schnell zusammen. Und dann hat man wirklich gutes Zeug, mit dem man bereits in die Indies gehen kann, die Instanzen machen kann, Fraktale machen kann und so. Das reicht dafür eigentlich. Also wer Karma braucht, den kann ich nur empfehlen. Später mit Level... Oh, was ist die Quartel? Ich glaube Level 61 oder so, in den Funkenschwärmersumpf zu gehen. Dort findet der Weltboss namens die Quartel statt. Und Tequattel ist eine Reihe von Events. Das sind, glaube ich, 4 oder 5 Events hintereinander. Und jedes Event gibt dir ja eine bestimmte Anzahl an Karma-Punkten, je nachdem, wie stark du mitmachst. Und wenn du von Anfang an dabei bist, kannst du eigentlich bei jedem Event Goldmedaille abräumen. Und das gibt dir natürlich dann für jedes Event so circa 15.000 Karma, meine ich, waren es, und da kannst du natürlich ziemlich gut dein Karma sammeln, dann, wenn du diesen Weltboss machst. Die Luna macht sich eben einen Tee, lass ihn dir schmecken. Genau, hau rein, Luna. Das ist wirklich auch ganz schön gemacht bei Guild Wars, also Guild Wars 2. Ich sag halt Guild Wars, aber ich meine eigentlich auch 2. Guild Wars 1 war zum Beispiel gar nicht meins. Ha, das war ein Reim, wie fein. Guild Wars 1, es war ein Krampf. Also Guild Wars 1 war ein schönes Spiel, aber wenn du jetzt da mal an deine 100% Map Completion rangegangen bist, das war schon mehr ein Krampf wie hier in Guild Wars 2. Und das hat auch viele Spieler die Laune dann gekostet, weil du hast in Guild Wars 1 war die Map Completion noch um einiges wichtiger wie hier in Guild Wars 2. Guild Wars 2 brauchst du sie ja nur, wenn du dir legendäre Waffen bauen willst, eigentlich. Aber sonst ist es, nee. Nicht in Guild Wars 1. Nee,
Das Schöne an Guild Wars 2, was ich gerade sagen wollte, ist eben, dass dieses Spiel mehrere Möglichkeiten anbietet. Man hat ja in vielen anderen MMORPGs die Situation so, dass man nur einen Weg hat, um aufzusteigen. Und das haben wir hier in der Tat bei Guild Wars 2 nicht. Wir können auch über Craften kriegt man Erfahrungspunkte, wie Tenshi auch gerade sagte, über die Erkundung der Karte bekommt man auch noch was dazu. Dann kann man Instanzen machen, Fraktale. Ich weiß gar nicht, ob PvP auch Erfahrungspunkte bekommt, gibt. Nein, bis aber jetzt kein PvP gemacht. PvP gibt ja über die Belohnungspfade immer wieder mal einen Folianten des Wissens und mit dem kannst du natürlich direkt aufsteigen, ein Level aufsteigen. Genau. Karma-Punkte, also man kann, oder die Events kann man auch machen. Man muss, wenn man keine Lust hat zu questen, macht man halt nur Events oder so und läuft von Event zu Event. Also, das muss ich sagen, hat ArenaNet wirklich gut hinbekommen, sodass eigentlich jeder, meiner Meinung nach, jeder hier seinen Weg finden sollte, der ihnen gefällt. Der so sein Weg ist, wie man gerne levelt. Hallöchen und herzlich willkommen, Psygen, wie auch immer. Hallo, hallo, schön, dass du da bist. So. Was man natürlich auch machen kann, ist, wenn du B drückst, also ich weiß gar nicht, ob es bei dir B ist, ob du das umgestellt hast, dann kommst du ja zur Welt gegen Welt. Yep. Und auch ein guter Levelpunkt ist der Rand der Nebel. Da kommt es dann wieder im Moment ein bisschen drauf an, welche Farben und so weiter du im WVW hast, von deinem Server her, weil es mittlerweile so geworden ist, dass alle beleidigten Kommandeure aus dem normalen WVW in Rand der Nebel gehen und da dann mit ihren Level 80er Charakteren natürlich die hochgestuften Low Charaktere gerne abfarmen. Großartig. Deswegen kommt es da ein bisschen auf die Farbe an, welche Farbe man hat, aber es wechselt ja jede Woche. Das heißt, du hast rein theoretisch immer eine Woche Zeit zu leveln. Gut zu leveln. Da würde ich immer empfehlen, wenn der eigene Server die Farbe grün oder blau hat, kann man ziemlich, ziemlich gut im Welt gegen Welt leveln im Rand der Nebel. So. Und das geht da dann auch wirklich schnell. Also das ist dann so quasi, was ich bezeichnen würde, neben den ganzen Folianten, als einen Charakter auf Level 80 zu rushen. Wir haben jetzt hier die Situation, dass ich jetzt mit der Map durch bin, habt ihr vielleicht gerade gesehen. Also ich habe bereits die Belohnungstruhe bekommen. Und wenn man eine Map komplett erkundet hat, gibt es euch hier so einen schönen Brief. Ja, Mai, ihr habt was geleistet. Ja, der Club der Exploratoren Tyria. Wunderbar, ihr habt eine ganze Karte erkundet. Super. Und nach dem, was sich jetzt heute im Chat ergeben hat, nämlich, dass ich mit Zinni und auch mit, Gott, du heißt Tenshi, Entschuldigung, mit Zinni und mit Tenshi, mit den beiden Is, ja versuchen würde, dann eine Gruppe aufzumachen, um gemeinsam zu streamen. Und vor allen Dingen eben mit Zinni würde ich jetzt hier an dieser Stelle fast aus dem Stream rausgehen. Ich gehe gleich nochmal kurz zur Bank hier in Götterfels. Aber ansonsten würde ich hier mit dem Stream für heute aufhören, dann mich mit Zinni nachher mal kurz schließen über Twitter und würde warten, bis Zinni auf demselben Niveau ist. Das ist der Königintal, also Level 1 bis 15. Ihr seht es ja gerade auch bei mir, 100% alles abgeschlossen hat. Dann sollte Zinni auf demselben Level sein und dann kann man als Gruppe gemeinsam vorwärts gehen. Genau. Tenshi, hast du denn noch irgendwie irgendeinen Weg, wie wir dich sonst noch kontaktieren können, außer über Twitch? Ja, über Spiel halt, ne? Ja, gut, über Spiel, ja. Über Spiel, ich bin auch ein Teamspeak-Camper, das heißt, ich werde wahrscheinlich eventuell heute auf irgendeinem Teamspeak sein, dann kann ich im zweiten Tab auch hier in dem Teamspeak sein. Ja, oder, cool. Oder du siehst ja auch einfach, sobald du deinen Twitter-Account eingerichtet hast, du hast ja hier auf dem Twitch-Kanal alle Möglichkeiten, wie du mit uns von der Spieleflut in Kontakt treten kannst und dann kontaktierst du uns da einfach. Kurz noch genau. Hallo an Naginaste, Maho 1307 und Ralf. Ja, schön, hallo, dass ihr da seid. Hallo Naginaste, hallo Maho, hallo Ralf, hallo alle Neuen. Ich glaube, hallo Infinite Ben, das habe ich auch noch nicht begrüßt. Hallo Fagvent, hallo. Hallo. Hallo alle. Hallo, Lalo, la, 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 li, la, la, Luna, Luna. Kaffee.
Was ich bei dir noch gesehen habe, Manu, ja. Du zerstörst immer deine seltenen oder exotischen Sachen. Ja, die ich nicht mehr brauche, ja. Würde ich dir eins empfehlen, guck immer, du kannst dir bei Händlern so ein gelbes Wiederverwertungskit holen. Oder ich sehe gerade, du im Stream, so. Du hast ja auch die exotischen Wiederverwertungskits. Da habe ich gerade dran gedacht. Dass du immer guckst, ob du damit wiederverwerten kannst, weil die Materialien daraus sind schon. Auch aus diesen Mini-Dingern hier? Ja, da kommen teilweise echt gute Materialien raus. Und sofern es exotisch oder selten ist, wobei, hast du eine Chance. Ich muss dich da mal eben unterbrechen. Ich muss dich mal unterbrechen, weil es gibt ja einen Grund, warum ich das mache. Wir sind da gerade bei mir in der Bank. Du kannst ja mal gerade bei mir in den Stream reinschauen. Wir sind da gerade bei mir auf der Bank. Schau mal, mein Materiallager an sich ist recht voll. Ich sehe dein Materiallager noch nicht, ich sehe nur deinen normalen Bankplatz. Ja, das wirst du gleich sehen. Also das Materiallager an sich ist recht voll. Ah, jetzt. Genau, und das ist einer der Gründe, warum ich manche Sachen zerstöre, beziehungsweise warum alles zerlege. Ich habe zum Beispiel gerade gesehen, du hast recht wenig Ektoplasma-Kugeln und diese sind echt wertvoll und echt gut. Und sofern du was Seltenes oder Exotisches wiederverwertest, hast du die Chance, dass eine Ektoplasma-Kugel da rauskommt. Oh, okay. Und die bringen dir natürlich auch gut was ein. Und ja. Ja, gut. Dann macht das Sinn. Vielen Dank für den Tipp auf jeden Fall. Vor allem, wenn du später auch mal, ich sag, Guild Wars ist Fashion Wars. Ja, in der Tat. Bemerkt. Du kannst Skins über deine Rüstung packen, du hast Kleidungspakete, du hast Waffenskins und es gibt natürlich ja auch die legendären Waffen, die einen besonderen Skin haben. Und ich sag's dir jetzt mal so ganz hart, ganz direkt voraus, wenn du eine legendäre Waffe bauen willst, du brauchst von dem höchstwertigen Blut und so weiter, was du da hast, die T6 Materialien schimpfen die sich, brauchst du jeweils ein Stack, also 250. Oh, okay. Du brauchst von den Ektoplasma-Kugeln brauchst du sicher 250 und dann brauchst du nochmal mindestens 77 mehr, weil mit den Ektoplasma-Kugeln stellst du dir den sogenannten mystischen Glücksklee her. Und diese Herstellung kann sein, dass du bei der Herstellung mystischen Glücksklee bekommst oder irgendein anderes Material, was relativ hochwertig ist. Aber die Chance, dass du diesen Glücksklee bekommst, ist dennoch relativ gering. Das heißt, du brauchst schon mal um einiges mehr an 250 Ektoplasma-Kugeln. Also so mit 400 bis 500 für eine legendäre Waffe, muss man mitrechnen. Guck, und ich dachte immer, ich wäre einigermaßen gut ausgestattet. Ja, so viel zu dem Thema. Das war aber nix. Das so. Ist... Mein lieber Amano, ja. Ich bekomme Hunger. Ja, das habe ich auch. Und wie gesagt, es ist jetzt so, das hat sich heute spontan ergeben, also eigentlich hätte ich noch ein bisschen länger gestreamt. Aber weil sich eben heute spontan ergeben hat, dass der Zinni war der Erste, mit dem was so aufkam, dass ich eben quasi vor allen Dingen mit Zinni, warum sage ich vor allen Dingen mit Zinni, weil wir uns ein bisschen länger kennen schon und weil er ja auch quasi dasselbe Ziel verfolgt wie ich, nämlich den frischen Charakter zu leveln, aber eben auch mit Tenshi, dann wird demnächst versuchen wollen, gemeinsam loszuziehen und gemeinsam auch zu streamen, mache ich jetzt hier schon einen Cut für heute. Ja, und tausche mich eben mit Zinni aus. Sobald Zinni auf demselben Level ist, sobald er die Karte fertig hat, können wir dann wieder gemeinsam anfangen zu streamen. Trotzdem haben wir, glaube ich, heute genug gesammelt, dass ich für die nächsten Wochen ein bisschen Material habe. Ja, das denke ich auch. Ja. An alle, die da waren, vielen, vielen Dank. Auf diesem neuen Twitch-Kanal, so viele Leute wie heute gleichzeitig da waren, hatte ich bis jetzt noch nicht.
Das hat mich wirklich super gefreut. Es war auch super viel los. Ihr habt Nashira teilweise ins Schwitzen gebracht. Ja. Nämlich, dass Nashira nicht mehr hinterherkam und alles gleichzeitig beantworten konnte. Das war großartig. Mhm. Und besonderer Dank natürlich an dich, Tenshi. Genau, das hätte ich jetzt auch noch gesagt. Keine Sorge. Vielen Dank an dich, Tenshi, dass du hier warst. Vielen Dank an Dune Plays, ja, dass du auch noch mit reingegangen bist hier in die Gruppe und auch so intensiv dein Wissen geteilt hast. Ich wünsche euch auf jeden Fall alle einen schönen Sonntag noch. Falls ihr es gerade auf YouTube seht, wünsche ich euch einen schönen Tag, weil das ist ja dann nicht Sonntag, wo ihr es guckt. ihr wisst Bescheid, wir starten demnächst mit der Gruppe. Für heute bin ich raus. Gehabt euch wohl, macht es gut, sagen euer Amano von Spieleflut und Dina Schira. Bis dann. Tschüss. Tschüss.